Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. Ja, Freitagnacht, ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Freitemennacht, wie immer freitags. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann ruft mich an unter der Telefonnummer 0800 220 50 50 oder meldet mir unter domian@wdr.de. Der erste Anruf heute Nacht heißt Thomas und Thomas ist 39 Jahre alt. Hallo Thomas. Hallo. Dein Thema, weswegen rufst du an? Also mein Thema ist, ich verdanke meine Existenz einer Vergewaltigung. Mhm. Seit wann weißt du das? Seit nicht ganz 10 Jahren. Mhm. Wer hat dir das erzählt? Also ich bin unter ganz schwierigen Bedingungen aufgewachsen und ich habe mich dann irgendwann von meinen Eltern gelöst, bin in eine andere Gegend gezogen und da habe ich eines Nachts so einen Traum gehabt, dass mein Vater nicht mein Vater ist. Mhm. Und dann habe ich meine Mutter angesprochen darauf und dann ist sie erstmal sehr hysterisch geworden und es war auch ganz schwierig, da überhaupt Informationen rauszukriegen über meinen Erzeuger. Und dann habe ich erstmal auch ganz große Probleme gekriegt, das überhaupt erstmal zu verarbeiten. Und also das kam ins Laufen durch einen Traum? Ja. Das ist ja verrückt, ne? Ja, ich denke, ich habe auch da mit Leuten übersprochen, da hat sich in dem Laufe der Jahre so viel angesammelt, mhm, auch an Spannung, das ist einfach rausgekommen. Ja, und dann hat es letztendlich deine Mutter dir gesagt? Nee, es ging erstmal nur darum, dass also mein Familienvater nicht mein leiblicher Vater ist. Mhm. Und das ist dann erstmal so im Raum stehen geblieben. Ich habe auch keine Information von ihr gekriegt, wer das war, unter welchen Umständen das passiert ist. Und aber von wem hast du denn dann erfahren, dass es eine Vergewaltigung war? Ich habe irgendwann mal einen Privatdetektiv engagiert. Ach. Der also da auch Kontakt da zu dieser Familie hergestellt hat, meines Erzeugers. Und dann habe ich auch wieder ganz viel Zeit ins Land verstreichen lassen, bis ich da mal die kontaktiert habe. Aber wie kompliziert alles? Du warst doch da auch schon 29. Du bist jetzt 39, also vor 10 Jahren. Das heißt, da waren fast 30 Jahre vergangen. Wie kann denn da ein Privatdetektiv, dem du sagst, du hast ihm einfach nur gesagt, ich weiß nicht, woher ich komme. Das hat sich alles im ländlichen Raum abgespielt, sodass das einigermaßen überschaubar war. Also okay, also rausgekommen ist es dann durch die Arbeit eines Detektivs. Ja. Und hast du dann irgendwann mit deiner Mutter darüber gesprochen? Ja, aber das hat dann auch wieder ganz lange gedauert, weil die per Du nicht darüber sprechen wollte. Das ist ja auch ganz schwer gefallen. Mhm. Aber irgendwann ist es dann schon passiert. Ja, ich habe dann also erstmal, das hat auch sehr viel Streit gegeben. Ich habe mich mit meinen Eltern selber geworfen und da habe ich erstmal den Kontakt gänzlich abgebrochen und irgendwann dann wieder aufgenommen und dann habe ich gesagt, Mama, wir müssen irgendwas machen. Und dann stand dann im Raum, habe ich den Vorschlag gemacht, einer Gesprächstherapie. Ja. Das hat dann den Durchbruch gebracht. Also wir haben uns ausgesprochen, meine Mutter war überhaupt erstmal imstande, über diese ganze Situation zu reden. Und die ersten 3 Sitzungen waren äußerst anstrengend. Ich kam aus dieser Stunde raus, ich war fix und fertig. Weißt du den genauen Tathergang? Hat man dir das erzählt oder hat sie dir das erzählt? Ja, so ungefähr, so vage. Ne? Die hatte man kennengelernt. Und das ging erst ganz nett und dann wurde er dann irgendwann sehr aufdringlich, weil ich vermute, das lag daran, was meine Mutter damals in den Ort meines Vaters gezogen ist, meines Familienvaters. Also es war jetzt nicht, es war nicht so auf der Straße ein Überfall. Nein. Das war also schon ein Bekannter, den sie irgendwie kennengelernt hatte. Ja, und dem sie dann so quasi ihr Vertrauen geschenkt hat, nicht? Und sie kannte dort auch niemanden. Mhm. Im Anfang, als sie dahin gezogen ist und das hat dieser Mann wohl ziemlich ausgenutzt. Ja, ist dieser Mann, hat sie ihn damals angezeigt? Ist der vor Gericht gestellt? Nein, das ist alles unter den Tisch gekehrt worden. Mhm. Und das ist alles, weil sie einfach auch Angst vor dieser Pein hatte, nicht? Wusste denn der spätere Mann oder Freund deines... Die war zu der Zeit verheiratet schon und hatte auch schon eine Tochter. Ach, deine Mutter war schon verheiratet zu der Zeit? Ja. Und wusste denn dann ihr Mann, dass er nicht dein Vater ist oder hat sie es ihm verheimlicht? Das hat sie ihm auch verheimlicht. Achso, der Mann ist also davon ausgegangen, dass du sein Sohn bist. Ja. Und du hast immer gedacht, das ist mein Vater. Ja. Aber dennoch, wie verrückt, dass du dann so unterbewusst so eine Ahnung hattest, dass da irgendwas nicht stimmt zwischen weil in der ganzen Familiensituation. Also
wir hatten sehr heftige Spannungen in der Familie und wie gesagt, meine Kindheit war ganz, ganz schlimm. Ich habe ganz schlimme Sachen, also bis zu traumatischen, das ist, ging bis hin zum Trauma. Und dadurch war natürlich der Familiensegen hing fast immer schief. Wie hat denn jetzt der Mann deiner Mutter darauf reagiert? Mein Familienvater. Bitte? Mein Familienvater. Ja, okay, nennen wir ihn so. Wie hat er darauf reagiert, als er erfahren hat, dass du nicht sein Sohn bist? Weil hat er das überhaupt erfahren? Der hat sofort gesagt, da will ich niemals drüber sprechen. Und das respektiere ich auch so. Und da haben wir auch bis heute, ich habe bis heute mit ihm da kein Wort drüber gesprochen. Wer hat ihm das denn gesagt denn letztendlich? Meine Mutter. Ja. Und die beiden sind aber noch zusammen und das die ist. Die sind zusammen und die genießen ihren Lebensabend und das finde ich auch ganz, ganz toll. Und diese ganzen Spannungen sind wie weggeblasen. Das ist im Grunde genommen wie ein Krieg, der vorbei ist. Du hast heute einen guten Kontakt zu den beiden. Wir haben ein ganz herzliches Verhältnis. Also wenn ich nach Hause komme, ich umarme meine Mutter, gibt's Küsschen und so weiter, auch mit meinem Familienvater. Es ist komplett, alles komplett spannungsfrei. Wie erklärst du dir das, dass das, wenn das damals so schlimm war und so du auch eine sehr schwierige Kindheit hattest, wie erklärst du dir, dass es jetzt so gut ist? Ich denke mal, das habe ich hingekriegt mit ganz viel Liebe. So, das ist meine einzige Erklärung. Wer hat geliebt? Ich. Du. Weil ich gesagt habe, das ist passiert, ich kann das nicht rückgängig machen und ich kann niemanden dafür verantwortlich machen. Es ist mein ganz persönliches Leben und ich habe die Möglichkeit zu entscheiden, wie ich dieses Leben gestalte. Na gut, dennoch ist es schön, dass es so gelaufen ist. Es hätte ja nicht, hätte ja dennoch anders weitergehen können, auch wenn du so wohlwollend und liebevoll auf die Menschen zugegangen bist, hätten die sich ja dennoch von dir distanzieren können oder es hätte weiterhin Probleme geben können. Haben sie aber Gott sei Dank nicht. Hast du den Eindruck, dass deine Mutter dich aufgrund dessen, dass du Kind einer Vergewaltigung bist, distanzierter erzogen? Hat sie dich nicht so geliebt in deiner Kindheit? Nein, das war eine Hassliebe. Das war eine Hassliebe. Auf der einen Seite hat sie mich geliebt, aber auf der anderen Seite war ich natürlich allgegenwärtig und habe sie natürlich an diese ganz unangenehme, traumatische Situation erinnert. Und als das dann eskalierte und ich so heranwuchs und auch Schwierigkeiten hatte in der Schule, privat und in der Gesellschaft und so weiter. Und dadurch fiel ich ja auf und war in aller Munde. Das war für sie ganz, ganz schlimm, weil sie hatte einfach immer nur Angst, dass das rauskommt. Ja. Und in dieser Angst hat sie sich richtig versteinert. Jetzt muss ich dann doch nochmal fragen, wenn das so geheim gehalten worden ist damals, eigentlich, wie ich das jetzt verstanden habe, hat nur deine Mutter davon gewusst. Ja. Wie kann dieser Privatdetektiv das rausgekriegt haben? Das ist wohl irgendwo, das ist schon im Dorf, da wo die damals gewohnt haben, ist das ein bisschen rund gegangen. Und dennoch hat dein Familienvater, wie du ihn nennst, das nicht mitbekommen? Nein. Die haben wohl mitgekriegt, dass die da irgendwie, dass er sich für meine Mutter interessiert hat, weil der war damals Fernfahrer. Und der ist dann da auch, der hat die auch angesprochen und ist auch unangenehm geworden. Aber dass meine Mutter davon schwanger wurde, das wusste er nicht. Ja. Hast du denn jetzt, nachdem du weißt, wer dein leiblicher Vater ist? Ja. Hast du mit dem Kontakt aufgenommen? Nee, der ist gestorben. Ach so. Der ist irgendwann schwer krank geworden und gestorben. Das heißt, diesem Traum eigentlich, den du da gehabt hast, so verrückt das auch ist, hast du zu verdanken, dass, wenngleich es auch dann sehr kompliziert alles wurde, aber dass heute euer Leben entspannt und schön ist? Ja. Ich bin froh, dass das so gekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ich kriege das nämlich mit in meinem Umfeld, wenn solche Spannungen da sind, muss ja nicht dieselbe sein, wie sehr manche Familien sich Kinder, Eltern überworfen haben und überhaupt nicht imstande sind, aufeinander zuzugehen. Und da ich bin sehr, sehr froh und sehr dankbar auch meinen Eltern, dass wir uns da einigen konnten, dass wir überhaupt eine Basis gefunden haben für einen vernünftigen und liebevollen Umgang miteinander. Und dadurch hat mein Leben hat eine ganz andere Qualität bekommen dadurch. Das ist eine sehr schöne Wendung dieser doch sehr schwierigen Geschichte und des sehr schwierigen Themas auch. Dann wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass das so bleibt und dass du weiter mit deinen Eltern, mit deiner Familie einen guten Kontakt hast. Ja, danke schön. Das hört man sicher auch so selten, dass es so eine gute Wende genommen hat, wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Alles Gute von Herzen, Thomas. Ja, danke Jürgen. Auf Wiederhören. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss.
So, ihr Lieben, wenn ihr euch auch gerne mit mir unterhalten wollt, dann nur zu Telefonnummer 0800 220 5050. Hinweis auf morgen. Morgen habe ich prominenten Besuch im Studio. Und zwar wird Dirk Bach hier bei mir sein. Die Sendung beginnt morgen 5 Minuten früher als geplant, um 20 vor 12. Morgen Abend um 20 vor 12 geht es los. Bei Domian ist Dirk Bach zu Gast. Und wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr euch gerne mit Dirk Bach unterhalten wollt, dann ruft morgen an während der Sendung. Oder ihr könnt euch heute auch schon per Mail bei uns anmelden unter domian@wdr.de. Dirk Bach ist morgen mein Gast. Sendung beginnt um 20 vor 12. Und eine Stunde vorher sind auch schon die Leitungen geschaltet. Martina, 26 Jahre alt. Hallo Martina. Hallo. Schönen guten Morgen. Um was geht's bei dir? Mein Thema ist Schuppenflechte. Oh, das ist ein ernstes und für die, die es haben, sehr unangenehmes Thema. Richtig. Gehe davon aus, dass du betroffen bist. Genau. Ja. Und zwar in der schlimmsten Form, die man sich vorstellen kann. Beschreib dich mal. Ich bin von Kopf bis Fuß, oder ich war von Kopf bis Fuß übersät mit großen weißen Flecken. Die in der Regel auch sehr jucken. Genau, sehr jucken. Die sind also ganz trocken. Bei mir ist das so, dass die aufplatzen, blutig werden. Und wenn man zu sehr kratzt und es zu sehr blutig wird, kann es eitrig werden unter Umständen? Genau. So sieht's aus. Und bei das mir. Ist am ganzen Körper? Ganzen Körper. Das heißt also auch schon auch unterhalb, am Kopf auch, unterhalb der Haare? Überall, im Gesicht, auf den Hände, auf den Füßen, unter den Füßen. Also ich konnte zeitweise überhaupt nicht laufen. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht gesehen hat. Ja. Wann hast du diese Krankheit bekommen? Vor 2 Jahren. Erst vor 2 Jahren? Ja. Da ist sie zum Ausbruch gekommen. Also mein Arzt sagte, das wäre eine Genkrankheit. Ja. Das liegt also in den Genen, ist vererbbar. Ja. Bei mir in der Familie ist das auch schon ein paar Mal aufgetreten, allerdings nicht so schlimm wie bei mir. Wie kam diese Krankheit? Kam die schleichend oder war die plötzlich da? Plötzlich da. Plötzlich auch am ganzen Körper dann da? Nee, also das fing an auf den Händen. Das weiß ich noch ganz genau. Dass die Hände pustelig wurden und du sie gejuckt hat und du gekratzt hast. Und genau, ich habe erst gedacht, ich hätte irgendeine Allergie, aber das war dann nicht so. Es fing auf den Händen an, dann kriegte ich die ganzen Beine und dann zog sich das so den ganzen Körper entlang. Du hast gerade gesagt, ich hatte den ganzen Körper betroffen oder der ganze Körper war befallen. Ja, ich bin also mittlerweile in der Uniklinik in Therapie. Ich habe mittlerweile, jetzt ist das die 14. Therapie, die ich mache. Und diese hat mir so einigermaßen geholfen. Also man sieht es immer noch, aber nicht mehr so schlimm. Was das sieht jetzt auch hauptsächlich so aus, als hätte ich so Pigmentstörungen. Ja. Also an den Armen und an den Händen und im Gesicht. Was ist das für eine Therapie? Ist das eine medikamentöse Therapie? Ja. Mit Nebenwirkungen auch? Ja. Wie sind die Nebenwirkungen? Ich habe dadurch Wassereinlagerungen in den Beinen. Manchmal zu hohen Blutdruck. Ist das eine Schwindelanfälle und sowas. Ja, ist das eine Cortisontherapie? Nein. Cortison habe ich auch schon genommen, aber das hat bei mir zu hohe Nebenwirkungen gebracht. Da konnte ich die Therapie nicht zu Ende machen. Du sagst Wasser in den Beinen und so weiter. Heißt das auch Wasser im Gewebe, dass du auch zugenommen hast, dass man das sieht? Ja, das ganz schon. Ganz heftig. Ganz heftig. Wie viel hast du vorher gewogen? Wie viel wiegst du jetzt? Ich wiege jetzt 110 Kilo und habe vorher 80 Kilo gewogen. Oh ja, das ist natürlich eine ganze Menge. Ja. Würdest du dennoch sagen, ich bin froh, dass die Schuppenflechte einigermaßen im Griff ist, dafür nehme ich in Kauf, dass ich halt jetzt mehr Umfang angenommen habe? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Als ich das ganz schlimm hatte, wurde ich oft behandelt wie eine Aussätzige. Ich wollte gerade sagen, ich weiß von Menschen, die Schuppenflecht erkrankt sind, dass sie sehr viel zu leiden haben mit der Reaktion der Außenwelt. Das ist richtig. Das war bei dir auch so? Ja, auf jeden Fall. Inwiefern? Erzähl mal. Also ich hatte das im Büro zum Beispiel jetzt. Ich habe halt viel mit Kunden zu tun gehabt. Und diese Kunden, die haben dann schon des Öfteren komisch geguckt. Dann Kollegen haben sich konnten damit nicht umgehen. Weil die Leute sich ekeln, ne? Genau. Die Leute haben Angst, einen anzufassen, die Hand zu geben. Genau. Die denken, das ist ansteckend. Ja, genau. Und überhaupt finden sie es eklig. Richtig. Bist du darauf angesprochen worden oder hast du das nur so gemerkt, dass die Leute so zurückgingen? Teilweise bin ich darauf angesprochen worden, teilweise haben sie es mich also richtig spüren lassen. Aufgrund dessen habe ich mich natürlich sehr aufgeregt und aufgrund dessen ist es halt noch schlimmer geworden. Wie sprechen Leute einen darauf an? Was sagen die? Was ist denn das, was du da hast? Na gut, das ist ja okay. Das ist okay, dann erkläre ich das. Dann kann man es erklären. Ja.
Aber dann gibt es auch Leute, die sprechen einen nicht gezielt drauf an, sondern die fangen dann an so hintenrum. Das ist dann natürlich nicht so schön. Hast du gemerkt in der Zeit, dass sich auch nähere Leute, Freunde, Freundinnen von dir distanziert haben? Ja, auf jeden Fall. Das auch. Echte Freunde habe ich noch zwei. Hattest du zu der Zeit, als die Krankheit ausgebrochen ist, einen Freund? Ja, und den habe ich auch immer noch. Den hast du immer noch? Ja, und da bin ich auch ganz stolz drauf. Ja, das ist ein gutes Indiz dafür, dass er dich wirklich sehr lieb hat. Ja, genau. Dass er dich so nimmt, wie du bist und dich auch mit deiner Krankheit akzeptiert. Ja, der tut auch alles für mich, also das muss ich echt sagen. Ja. Das ist das einzig Positive, was dadurch halt geblieben ist. Mhm. Ja. Jetzt hat die Therapie so einen Fortschritt gemacht. Musst du jetzt weiter immer permanent diese Tabletten, die Medikamente einnehmen? Ja. Das musst du? Wahrscheinlich sogar mein ganzes Leben. Das heißt, du musst dich damit abfinden, dass du dein ganzes Leben lang auch ein bisschen korpulenter bist? Genau. Aber dünn war ich nie. Aber ja. So wie jetzt auch nicht. Ja. Das passt ja fast so schlimm. Ja, das passt ja fast so von der Thematik in unsere gestrige Sendung. Wir hatten ja gestern das Thema, ich bin anders. Ja. Ne, da, das ist ja sicherlich für dich heute auch so, dass du immer noch denkst, ich bin aufgrund auch ja, der Erkrankung, vielleicht auch jetzt des Dickerwerdens schon, eben ich entspreche nicht so der Norm. Richtig. Das merkt man auch. Also mich vergleicht, also viele sagen zum Beispiel, ey, bist du schwanger, du bist so dick. Ja, aber ich versuche das dann zu erklären. Ich meine, jetzt geht's mittlerweile, jetzt sprechen die Leute auch mit mir. Arbeitest du auch wieder? Ja. Und hat sich das dann auch so beruhigt in deiner Arbeit? Ja, ich habe den Job gewechselt. Ach so. Es gab also mehrere Reibereien da und dann musste ich mehr oder weniger. Wie ist denn das, wenn du jetzt schwanger werden würdest wollen? Ja. Besteht die Gefahr, dass das schon vererbt wird? Ja. Das schon? Ja, das ist auf jeden Fall eine Erbkrankheit. Hast du dir darüber Gedanken gemacht, ob du das Risiko eingehen möchtest? Ich möchte das schon, aber im Moment einfach nicht. Im Moment kann ich das einfach nicht. Also ich würde schon gerne irgendwann mal Kinder oder ein Kind haben. Ja. Aber hat ja noch ein bisschen Zeit. Ja, ja. Bist ja erst 26, da kann man ja noch ein bisschen warten. Das ist cool. Martina, ich hoffe, dass es dir weiterhin dann doch so einigermaßen den Verhältnissen, den Umständen entsprechend gut geht. Dankeschön. Und vor allen Dingen Gratulation zu deinem Freund. Das ist schon super, super klasse. Hilft dir sicher so seelisch auch, die Krankheit besser zu bewältigen, sehr. Ne? Ja, das muss ich schon sagen. Das glaube ich, ja. Alles Liebe, alles okay, Gute. Dankeschön. Tschüss, Martina. Tschüss. 0800 220 5050. Wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann ruft an oder mailt unter domian@wdr.de. Dieter ist hier und Dieter ist 46 Jahre alt. Hallo, Dieter. Ja, hallo, Domian. Ja, hallo, Dieter. Dein Thema. Ja, mein Thema ist zu Hause nackt. Wie bitte? Zu Hause nackt? Ja, richtig. Zu Hause nackt. Ja, warum nicht? Ja, genau. Ja. Ich auch. Du bist also zu Hause gerne nackt. Richtig, also immer. Ne? Sobald ich nach Hause komme, runter mit dem Kleider und frei. Immer? Immer. Auch wenn es Winter ist und kalt ist? Ja gut, zu Hause mit der Regel eine Heizung, ne? Und dann kann man ja temperieren, ne? Ja. Lebst du alleine? Nein, ich bin mit der Lebensgefährtin zusammen, die das allerdings nicht ganz so akzeptieren, ja, aber selbst nicht ausübt. Ja, was machst du, wenn ich fragen darf, vom Beruf? Also ich bin im öffentlichen Dienst beschäftigt. Ja, und dann kommst du dann abends, ich weiß nicht wann, um fünf oder um halb fünf oder um halb sechs nach Hause? Richtig. So. Und dann ziehst du dich splitternackt aus? Richtig. Und springst den ganzen Abend während des Fernsehens, während des Abendessens und so weiter? Egal, was ich tue, bin ich nackt. Ja. Und deine Lebensgefährtin ist aber angezogen. Die ist in der Regel angezogen. Klingt schon ein bisschen lustig und ein bisschen komisch. Warum machst du das? Ja, ganz einfach. Ich fühle mich dabei am Brutzen, am Preisen und geht mir am besten dabei. Und wie lange praktizierst du das schon? Das sind jetzt mittlerweile etwas über 7, fast 8 Jahre. Ne? Ja, und wie lange bist du mit deiner Lebensgefährtin zusammen? Mit der jetzt gerade 2 Jahre. Ach so, 2 Jahre. Die kam also dazu, während du das schon praktiziert hast. Richtig. Ich am Anfang, weil es auch so ein bisschen ja, wie soll man sagen, nicht ganz einfach, ihr das beizubringen, ne? Ja. Weil das ist so eine Sache, wo nicht gerade jeder gerade so üblich ist. Na klar, wie hat sie denn so spontan reagiert, als du ihr das dann gebeichtet hast?
Ja gut, ich habe mich erst mal angeguckt, mit großen, coolen Augen, ja. Und konnte ich das auch nicht so richtig vorstellen, ne? Aber hat nicht so, so verschreckt reagiert, dass sie gesagt hat, bist du nein, ja pervers oder irgend sowas, das nicht? Ne? So. Wie ist es denn nun, wenn es dann mal abends an der Tür klingelt und Gäste kommen und Besuch kommt? Ja gut, ich mach dann auf, so bin halt nackt. Ach so, nackt. Das heißt, wenn die Nachbarschaft, die wissen schon, dass du immer nackig rumläufst. Gut, meine Nachbarn, so mit den Leuten, wie ich zusammenlebe, hier im Haus, wo ich lebe, die kennen ja das nicht anders. Ich habe wirklich mal aufmacht, habe Kleider an, da sind die schon erschreckt und fragen mich, ob ich krank bin. Ne? Gehst du denn auch nackig in den Keller? Mal ja irgendwas? Klar, im Haus ja, ne? Aber das ist ja schon ein bisschen heikel, ne? Das ist ja ein öffentlicher Raum, wenn du das Treppenhaus... Du wohnst in einem Mehrfamilienhaus? Ja, wir sind insgesamt 6 Parteien. So, 6 Parteien. So, dann gehst du nackt durchs Treppenhaus, da könnt ihr... Ja, sicher, klar. Und wenn dann Besuch für die anderen Leute kommt und den begegnest du im Treppenhaus, was dann? Ja gut, da gibt es schon so etwas merkwürdige Blicke, ne? Das glaube ich, ja. Und es gab deshalb noch keinen Streit, dass die Leute, die Nachbarn gesagt haben, hier komm, in deinen 4 Wänden kannst du es ja machen, aber hier bei uns im Hausflur, ziehst du eine Hose an. Möglicherweise nicht. Bitte? Gehst du mal ein bisschen näher ans Fenster, die Leitung ist ganz, ganz... Oh, Moment. Ja, es knackt immer so ein bisschen weg. Also meine Frage war gerade gewesen, ich habe nicht verstanden, was du geantwortet hast. Ob die Nachbarn nicht mal gesagt haben, okay, in 4 Wänden kannst du es machen, aber bitte nicht im Treppenhaus. Also das ist etwas, was mich persönlich so ein bisschen wundern tut, ist, dass die meisten Leute gar nichts dagegen haben. Ja, wundert mich jetzt allerdings auch. Wohnst du in einem sehr toleranten Haus? Ja, kann man schon sagen, ne? Wie bist du denn damals vor 8 Jahren, Dieter, überhaupt auf diese Idee gekommen, das zu machen? Immer? Gut, es fing bei mir damit an, ich habe mal jemanden kennengelernt, FKK-Verein. Wie bitte? Also im FKK-Verein habe ich mal jemanden kennengelernt. Ich habe damals darüber auch gelacht, ne? Hab gedacht, mein Gott, ne? Also Ferkelei, ne? Wie kann man sowas? Und aber du warst da schon in einem FKK-Verein? Nein, ich bin heute noch nie im Verein gewesen. Achso, ne? Du hast aus einem FKK-Verein jemanden kennengelernt. Mhm. Und... Gut, irgendwann kam mir auch mal der Gedanke, ja mein Gott, was ist eigentlich daran so verkehrt? Aber was, ich kann ja verstehen, dass man, wenn man von der Arbeit kommt, dass man so die Klamotten, die man tagüber anhat, dass man die auszieht, weil die vielleicht zu eng sind oder die kniepen hier oder so. Aber dann könntest du einfach, weiß ich, jetzt eine Trainingshose anziehen und ein Schlabber-T-Shirt, dann wäre es auch locker. Warum muss es denn ganz nackt sein? Ja gut, ich habe das früher auch mal gemacht, ne? So, weißt du, kommst nach Hause, in der Arbeit, ziehst da irgendwas an und... Mhm. Auf der anderen Seite gesehen, ja, warum eigentlich? Ja, was? Vielleicht auch. Man friert vielleicht dann doch nicht so schnell. Man muss ja doch noch mehr heizen, wenn man nur ganz nackt immer rumläuft. Vor allen Dingen im kalten Winter. Das ist komischerweise genau das Gegenteil. Seitdem ich nackt lebe, habe ich weniger mit der Erkältung zu tun. Ehrlich? Ja, ja, vielleicht. Dann härtet einen das mehr ab, in der Tat. Und wenn du Urlaub hast, läufst du im ganzen Urlaub dann auch nackt rum? Das sowieso. Dann nur FKK und... Aber du bist für mich nichts anderes. Also wenn ihr den Urlaub fahrt am Strand, ist FKK angesagt. Macht das denn dann deine Lebensgefährtin auch mit? Ja gut, im Urlaub ja, ne? Komischerweise, ne? Da hast du keine Probleme zu Hause, da hat sie halt welche, ne? Also, ein ungewöhnliches Hobby oder eine ungewöhnliche Eigenart, nackt sein, immer wenn er Freizeit hat, der Dieter, ist er nackt und die Nachbarn tolerieren es und die Lebensgefährtin toleriert es. Also alles im guten Bereich. Ja. Kann man so sagen, ne? Komischerweise ist es so, dass man da immer so ein Riesenthema draus machen tut, weil wir werden ja alle nackt geboren. Wenn wir irgendwann sterben, sind wir ja auch nackt. Ja. Nur irgendwie ist das in unserer Gesellschaft nur, weil es... Ja gut, aber Nacktheit wird toleriert, wenn es kommerziell ist, ne? Wenn wir damit Geld verdienen. Na gut, aber du musst dich ja nicht beklagen. Man toleriert dich ja auch. Ja, gut. Ja. Gott sei Dank, ne? Dann viel Spaß weiterhin beim Nacktsein. Ja, damit auch. Tschüss, Dieter. Also noch schönen Abend. Ja, dir auch. Tschüss. Ciao. Das war der nackte Dieter. Jetzt habe ich gar nicht gefragt, ob er jetzt auch nackt war. Wahrscheinlich war er nackt, weil er von zu Hause aus angerufen hat, ja. Susanne, 26 Jahre alt. Hallo, Susanne. Hallo. Ja, guten Morgen. Was ist dein Thema? Weswegen rufst du an? Ich wurde von meinem Stiefvater seit meinem 6. Lebensjahr sexuell missbraucht. Seit deinem 6. Lebensjahr? Ja. Bis zu welchem Lebensjahr? Bis zum 18. Bis zum 18. Lebensjahr? Ja. Da muss ich immer tief durchatmen, wenn ich mir das so vorstelle. Ja.
wenn mir Frauen oder Menschen das erzählen, weil dieser Zeitraum ist ja so unglaublich lang, wenn man sich da versucht, nur hineinzuversetzen. Das heißt, deine ganze Kindheit und Jugend ist verfuscht und damit verdreckt und kaputt gemacht worden. Ja. Wie viele Kinder wart ihr in der Familie? Ich hatte noch einen Bruder und dann noch zwei Geschwister, die bei mir gewohnt hatten. Mhm. Und dann hatte ich eben noch Stiefgeschwister. Und hat er das ausschließlich bei dir gemacht oder bei den anderen Kindern auch? Weißt also du? Bei mir war es sexuell. Bei meiner Schwester Tanja, die hat er wie die Pest behandelt. Mhm. Die war eine sehr schlechte Esserin und er hat ihr das Essen sozusagen reingeprügelt. Mhm. Und das ist auch ziemlich schlimm. Mhm. Und mein Bruder ja auch geschlagen, aber der ist dann eben von zu Hause abgehauen, ist zum Jugendamt gegangen. Mhm. Und meine Schwester Nadine, die wurde gut behandelt, weil sie auch die richtige Tochter war. Ach so. Hat deine Mutter das mitbekommen, was er mit dir gemacht hat? Nein. Bitte? Nein. Nein. Die war immer unterwegs oder bei Nachbarn oder so. Und er hat dir wahrscheinlich angedroht, wenn du was sagst, dann tut er dir was an oder der Mama was an oder... Nee, das war so, ich war ja noch 6 Jahre alt und er hatte zu mir gesagt gehabt, wenn ich was sage, dann würde er ins Gefängnis kommen und ich würde in ein Heim kommen, wo man mich jeden Tag dafür bestrafen würde. Ach so, und da hat man als Kind natürlich wahnsinnige Angst, weil man das auch gar nicht versteht alles. Ja. Ist ja ganz normal. Wie oft ist das vorgekommen? Ziemlich oft. Also ich kann es nicht zählen mehr. Es war sehr, sehr oft. Er hat auch mit diesem kleinen 6-jährigen Mädchen richtigen Geschlechtsverkehr gehabt? Ja. Ich musste ihn oral befriedigen, ich musste schlucken und alles Mögliche. Unfassbar. Unfassbar. Und das bis zum 18. Lebensjahr? Ja. Wie und warum hat es dann aufgehört? Es war dann damals so, ich hatte ziemlichen Streit gehabt, auch weil er meine Schwester Tanja so scheiße behandelt hatte. Mhm. Und irgendwann ist es dann eskaliert und ich hatte auch gar keinen Kontakt mehr mit ihm gewollt. Ich hatte dann das erste Mal dann mich auch an meinen Mann deswegen gewendet gehabt. Ich hatte es ihm das erste Mal dann gesagt gehabt. An wen hast du dich gewendet? An meinen jetzigen Mann. Den du damals schon kanntest? Der war dein Freund damals, oder was? Nein, es kam erst später. Ach so, erst, als ich, ich verstehe. Mit ihm verlobt war, da hatte ich es ihm dann gesagt gehabt. Ja. Ist dann dein Stiefvater von dir angezeigt worden? Jetzt ja. Jetzt ja? Das heißt, das läuft das Ganze im Moment? Ja. Wie hat deine Mutter darauf reagiert, als sie das erfahren hat? Erst wollte sie es mir gar nicht glauben. Ich hatte ihr sonst wie viele Beweise geliefert, weil... ich war 9 und ich hatte meine erste Menstruation schon gehabt. Und meine Mutter ist mit mir zur Frauenärztin gewesen. Mhm. Und die Frauenärztin hatte mich gefragt, ob ich schon mal Geschlechtsverkehr hatte. Ja. Und ich hatte eben Angst gehabt und hatte eben Nein gesagt. Ja. Und die Frauenärztin konnte mir einfach nicht glauben. Mhm. Und meine Mutter, die war ja dabei. Mhm. Und das heißt, er hätte eigentlich die Mutter hellhörig werden müssen. Ja. Ja, jetzt ist sie ja auf meiner Seite, weil ich habe ja auch noch einige andere Sachen gesagt. Ich könnte... Also das Glied hatte ein paar Merkmale und da konnte sie nicht mehr wegrennen. Das heißt, die Anzeige, das Verfahren, ist er jetzt im Moment schon in Untersuchungshaft oder wie ist der Stand der Dinge? Nee, der war jetzt, hatte versucht, sich selbst umzubringen und er ist jetzt im LKH erstmal. Du hast gerade jetzt so beiläufig gesagt, mein jetziger Mann. Ja. Kannst du überhaupt einen Mann lieben, nachdem ein Mann dir so etwas angetan hat? Ja, das kann ich, aber es ist schwer mit körperlichem Kontakt manchmal. Geht es überhaupt körperlich kannst du überhaupt mit einem Mann schlafen, das so dass du auch ein etwas Angenehmes dabei empfindest? Ja, also es geht schon, aber manchmal da, wenn zum Beispiel Erinnerungen hochkommen, da will ich von ihnen nicht berührt werden und nichts. Der Rest deiner Familie, du hast ja gerade gesagt, dass es noch viele andere Geschwister gibt, wie gehen die jetzt mit der Situation um, dass der Vater oder beziehungsweise der Stiefvater dieser Sache angeklagt wird? Ja, die sind jetzt erstmal froh, dass er außer Haus ist, weil meine Schwester Tanja wurde ja auch eben nicht gerade sorgsam behandelt, habe ich ja schon gesagt.
Die hatte damals immer auf ihren Essen gebrochen und der hatte sie dann einmal hervorgeholt, hat ihren Arsch voll gegeben und dann hat er sie hingesetzt und dann musste sie das so, sogar noch aufessen. Ah, wie schrecklich. Was für ein Teufel, was für ein Teufel. Was sind dein, was für Gefühle hast du heute zu diesem Mann, wenn du an den denkst? Keine mehr, also die sind tot. Tot. Also auch kein Hass mehr, einfach nichts. Nichts. Ich will ihn niemals mehr sehen und nichts. Aber du wirst ihn bei der Gerichtsverhandlung sehen. Oder wie wird das sein? Ja, da hat man mir gesagt gehabt, dass ich dann ihn nicht mehr sehen brauche. Also ich werde dann, sein Anwalt wird zwar dabei sein, aber er selber nicht. Ja. Was wünschst du dir für eine Strafe für ihn? Ich weiß es nicht. Ich wünsche mir einfach, dass er ins Gefängnis kommt und dass dann alles erstmal Ruhe ist. Und dann möchtest du den niemals in deinem Leben wieder sehen? Nein. Wird deine Mutter sich scheiden von ihm? Scheiden lassen? Ja, die hat die Scheidungspapiere schon unterschrieben. Also das hat auf jeden Fall jetzt den Effekt, dass deine Mutter zu dir steht. Ja. Und du ihr auch im Nachhinein keine Vorwürfe machst, dass sie das hätte irgendwie merken müssen. Ich hatte es ja so eigentlich so vorgehabt, ich hatte ja so ein Gedicht geschrieben gehabt und wollte es ihm schicken und ihm die Chance geben, das alles hier meiner Mutter zu sagen. Aber dann habe ich es doch nicht gemacht. Und ja, jetzt glaubt mir meine Mutter auch so eben. Ja. Wenn man so viele Jahre so eine schwere seelische und auch körperliche Verletzung hat ertragen müssen, muss man ja eigentlich, glaube ich, sehr lange in fachkundige Hände. Warst du das oder bist du das? Bist du bei einem Psychologen oder einem Psychiater, beim Arzt? Ich war schon mal bei Psychologen, aber es hat nicht so geholfen. Also ich habe ja auch körperliche Schwierigkeiten. Ich habe zum Beispiel Angstschweiß entwickelt. Ja. Und ich esse meine Frust jeden, also auch in mich hinein. Das heißt, es gab nach dieser schweren Zeit noch keine wirklich lang andauernde Therapie bei dir? Nee. Wärst du bereit, das zu machen? Ja, das war ja auch mit der Anzeige mein erster Schritt, weil ich will dieses Leben nicht mehr. Ich meine, ich wiege jetzt 140 Kilo und das ist ein bisschen happig und ich fühle mich absolut nicht wohl. Ja. Ich würde es dir aus jetzt auch langjähriger Erfahrung hier in der Sendung, Susanne, die Gespräche, die ich mit betroffenen Frauen geführt habe und auch mit Frauen, die sich dann auch noch später bei mir gemeldet haben, kann ich es dir nur sehr dringend empfehlen, das zu tun. Weil, ja, das werde ich dann auch. Ja, ich glaube, weil du das nicht alleine schaffen, das kann man nicht alleine schaffen, aus so etwas herauszukommen. Ich würde dir gerne ein Gespräch mit meiner Psychologin jetzt anbieten. So dass sie dir auch nochmal genau einfach mal informativ sagt, welche Therapie du am besten machen solltest, wie du es angehst und einfach so ein paar Hintergrundinfos. Wäre das okay für dich? Das wäre okay. Ja. Dann machen wir das jetzt gleich so, dann legst du auf und die Magdalena ruft dich an. Und ich finde sehr gut, muss es nochmal sagen, dass jetzt alles so in die Gänge gekommen ist, dass die Anzeige läuft, dass du auch für dich entschieden hast, es kann so nicht weitergehen. Das sind ja alles wichtige Schritte, ne, dass man das für sich selbst auch entscheidet. Und weißt du, was das für Schritte auch sind? Das sind Schritte hin zum Leben. Das finde ich gut. Das heißt, du gibst dich nicht auf. Du guckst nach vorne und sagst, ich will versuchen, was zu machen. Und das finde ich toll. Ja, vor allen Dingen, ich habe ja auch eine kleine Tochter, die ich über alles liebe und für die will ich ja auch da sein. Genau, ganz genau. Und du bist jetzt 26 und wenn du jetzt, was ich dir sehr wünsche, auch an einen guten Therapeuten gerätst, eine gute Therapeutin, dann kann man das vielleicht gemeinsam einigermaßen in den Griff kriegen, sagen wir es mal so. Die Narben werden immer bleiben, das ist klar. Ja, das weiß ich. Susanne, du legst bitte auf und die Magdalene, meine Psychologin, ruft dich an. Und ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute von Herzen. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Willi ist hier und Willi ist 62 Jahre alt. Hallo Willi. Hallo Domian. Hallo Willi. Dein Thema. Ja, es geht um das Thema von gestern. Ich bin anders. Ja? Ich habe eine Macke. Du hast eine Macke. Ja. Ich bin gespannt. Ja, ich hatte gestern den Anfang nicht mitbekommen, wo du mit Trinchen gesprochen hast. Da hatte ich noch mit Thomas gesprochen, im Vorgespräch. Ja, also ich muss sagen, Trinchen war gestern mein erster Gesprächspartner. Ja, ein Mann, der sich Trinchen nennt. Ja. Ja. Ja, und? Ja, ich habe also ähnliche Neigungen, dass ich gerne mal in die Frauenrolle schlüpfe. Ja.
aber es leider nicht so genießen kann wie Trinchen. Ja, der war ja völlig gut drauf, ne? Ja. Und alle haben es toleriert und ich war ganz baff, dass selbst die Leute im Dorf sich gar nicht die Mäuler zerrissen haben. Ja, genau das, die Gefahr besteht ja da, weil das in der Regel nicht akzeptiert wird. Wie sieht das bei dir aus? Bist du in einer Beziehung? Ja, ich lebe getrennt und meine Frau hat es also auch nicht akzeptiert. Ja, und wie sieht das denn genau bei dir aus? Verkleidest du dich, ziehst du dich gerne ab und zu als Frau an? Ja. So mit allem drum und dran, von Haare bis Pumps und Schminken und so weiter. Genau. Und wie lange machst du das schon? Ja, das ist nicht regelmäßig, das war jetzt mal mit einer Pause, aber angefangen hat das ja vielleicht vor 20, 25 Jahren. Ja. Und hast es dann immer wieder mal so durchgezogen mit Frauen. Ja, und das was natürlich auch belastend ist, dass man das immer heimlich machen muss. Ne? Ja, wo und wie machst du es? Immer nur in der Wohnung? In der Regel nur in der Wohnung. Oder aber, dass ich dann auch schon mal in die Stadt gegangen bin, natürlich so gegen Abend, wenn es nicht mehr ganz so hell ist, in der Hoffnung, dass es nicht ganz so auffällt. Ja. Wohnst du in einer größeren Stadt? Ja. Dann geht das, ne? Mhm. Was ist das für ein Gefühl, wenn man eigentlich jahrelang sich nur in der Wohnung so hat geben können als Frau und plötzlich geht man auf einen Bürgersteig als Frau? Was ist das für ein Gefühl? Ja, zunächst eine große Unsicherheit. Ja. Und man versucht sich verstohlen umzugucken und man versucht Schaufenster in der Stadt als Spiegel zu benutzen, damit es nicht so auffällt, wenn man sich umdreht, ob die Leute am Nachschauen, ob das überhaupt auffällt, ob das überhaupt einer merkt. Aber hat es auch was Tolles irgendwie? Was Positives? Ja. Irgendwo schon, sonst würde es ja nicht rausgehen. Ja, das ist richtig. Kannst du einem Menschen, der diesbezüglich keine Ambitionen hat, und das habe ich nicht, und die meisten Leute, die uns zuhören, wahrscheinlich auch nicht, könntest du mir das erklären, warum du das so toll findest? Ich gehe mal davon aus, dass du ein heterosexueller Mann bist. Richtig, ja. Was du daran so toll findest, dich als Frau zu verkleiden? Ja, so richtig erklären kann ich das wohl selbst nicht. Mhm. Es ist halt ein anderes Gefühl. Es ist, ja. Aber wir müssen es klarstellen. Du wärst nicht gerne eine Frau. Oder doch, wenn du es auswählen könntest. Nein, eigentlich nicht. Nein. Dann, das ist ja noch absurder. Also das kann ich ja gut. Spannung würde ich nicht vornehmen. Ja, ja. Also kein transsexueller Mensch, sondern ein Mensch, der sich gerne mal in die Frauenrolle begibt. Ne? So kann man es sagen. Ja. Aber letztendlich von der Identität her ein Kerl ist, ne? Ein Mann ist. Ja. Ja. Was nur für mich irgendwo auch widersprüchlich ist, dass zum Beispiel jeder namhafte Schauspieler mal in die Rolle schlüpfen kann und dass das dann auch von der eigenen Frau akzeptiert wird und auch die Sendung, die vor einiger Zeit dann schon als Wiederholung gelaufen sind von Mary, die werden sich angesehen und das ist ganz interessant und amüsant, aber wenn man selbst mal sich Frauensachen anzieht, dann wird das als pervers abgetan. Also deine Beziehung akzeptiert. Ja, also deine Beziehung ist daran gescheitert? Nein, nicht ausschließlich, aber die ist dadurch sicherlich sehr belastet worden. Hast du das von Anfang an deiner Partnerin gesagt oder ist das so peu à peu so durchgesickert? Nein, das war anfangs auch nicht. Deshalb hatte ich mir auch mal den Spruch gefallen lassen müssen, du bist nicht der, den ich kennengelernt habe. Ach so. Das hat sich ja später entwickelt. Ach so, ihr wart so lange zusammen? Ja, ja. Wie lange wart ihr zusammen? Insgesamt 34 Jahre. 34 Jahre, ja. Und du sagst, vor 25 Jahren fing es ungefähr an mit den Frauengeschichten. Ja, das hat sich eigentlich durch Zufall mal entwickelt. Zu der Zeit gab es ja nicht, wie du sicherlich selbst auch weißt, ich will jetzt keine Schleichwerbe machen, aber zu der Zeit gab es übertrieben gesagt eigentlich nur Schießer Doppelripp. Ja. Und das waren im umgekehrten Sinne für den Mann sicherlich dann auch wie bei der Frau Liebestöter, wenn man so will. Ja. Und ich habe dann für meine Frau mal Wäsche kaufen wollen und sie meinte, sie könnte sowas nicht tragen, weil sie die Figur nicht dafür hätte. Ja. Ja, und umtauschen war dann nicht. Und hast du es angezogen? Dann habe ich es mal anprobiert. Ehrlich? Und so fing es an? So hat es eigentlich angefangen. Also mit schicker Damen, mit Dessous, mit schicker Damenunterwäsche? Ja. Die hast du selbst angezogen und das fandst du cool? Ja, und dann bin ich auch mal gefragt worden, ob ich das für mich haben wollte oder für meine Frau. Ja. Und dann habe ich ein bisschen rumgedruckst und irgendwie war mir das auch peinlich. Und dann, kannst du ruhig sagen, das war im Erotikshop, wo es auch Wäsche gab. Mhm.
Und dann hat man mich also beraten, nee, dann musst du, also für dich musst du dann so und so, dann passt das besser und sitzt das besser. Und ja, so hat sich das immer mehr entwickelt. Verstehe. Dann habe ich auch mal Strumpfhosen gekauft, ja, und dann immer mehr und dann auch mal Oberbekleidung. Wo kaufst du denn heute deine Oberbekleidung und deine Schuhe zum Beispiel? In normalen Geschäften? Ja, da muss ich noch ein bisschen zurückgehen. Zu der Zeit war es dann auch peinlich, wenn du in ein normales Geschäft gegangen, ja, bist, ins Kaufhaus oder in die Wäscheabteilung. Ja. Heute fällt es dir doch gar nicht mehr auf. Heute ist das schon fast gang und gäbe. Na gut, aber ich... Aber trotzdem beobachte ich so, dass aus den Augenwinkeln, da gibt es auch schon Unterschiede. Ja, ja. Entweder gehen auch, so wie ich schon mal, Männer alleine, die es dann vielleicht auch für sich oder aber für die Frau kaufen. Also ich stelle mir gerade vor, wenn du jetzt dir ein schickes Kleid kaufen willst, ne? Oder ein Kostüm oder sowas. Das ist ja schon auch heute wahrscheinlich noch ein bisschen seltsam, wenn du dann im Kaufhof bei C&A oder bei Karstadt, weiß ich wo, stehst und das selbst anprobierst. Da rümpfen die doch bestimmt auch die Nase, für Käuferinnen, oder? Das ist mir, ja, da in der Richtung bin ich noch nicht so aufgefallen. Mhm. Peinlicher war das mal, dass mich ein Kaufhausdetektiv aus der Kabine geholt hat. Ach so, weil der dachte, du wolltest das klauen, oder wie? Ich weiß es nicht. Da war die Auswahl sehr groß und, ja, ich habe dann wohl ein bisschen länger gebraucht, um mich zu entscheiden und habe, ja, dies und jenes und dann wurde das für viele und dann habe ich also versucht, eine engere Wahl zu treffen und dann habe ich wieder das eine oder andere weggehängt und da ich aus Erfahrung weiß, dass man sich nicht einfach auf die Größe verlassen kann, mhm, die da drin steht, mhm, weil ich schon mal wiederholt blind was gekauft habe und so nach Aussehen und nach Größe müsste es eigentlich passen und dann passt es überhaupt nicht. Und dann habe ich mir gesagt, das kannst du nicht machen. Wie ist denn die Sache dann ausgegangen? Hat man es dir geglaubt oder wurde es irgendwie kompliziert? Mit dem Detektiv, meine ich. Nee, der hat mich des Hauses verwiesen und hat mich behandelt wie ein Kaufhausdieb. Ah ja, naja. Mhm. So, du bist 62 Jahre alt, habe ich gerade gesagt. Bis jetzt lebst du jetzt alleine, lebst solo. Mhm. Hast du denn irgendwelche Menschen, mit denen du das zumindest so besprechen kannst? Oder ist das so eine ganz einsame... Dein ganz einsames Hobby, deine ganz einsame Leidenschaft? Ja, ich hatte mal für 4 Jahre jemand und irgendwann wusste ich auch nicht mehr, ob ich die am Kopf oder am Hintern habe. Sie hat mal gesagt, was ich mir mal wünschen würde, dass du dir Frauensachen anziehst und wir gehen mal spazieren. Mhm. Und bei irgendeiner anderen Gelegenheit kriegt sie dann zu hören, ja, das habe ich ja nur deinetwegen gemacht. Ach so. Aber du hast keine... Weil wir da mal bei Karneval Partnerlook gemacht haben. Ja, ja. Mhm. Und beide in entsprechender Verkleidung. Mhm. Ich hab... Und dann wusste ich also auch nicht mehr, wo ich sie habe. Ja. Ob ich dann, ja, jetzt... fühlte ich mich auch nicht gerade gestärkt dadurch. Ja. Jetzt im Moment, wo wir gerade telefonieren, hast du auch Damensachen an? Nein. Nein, das nicht. Mhm. Wenn du die Sachen anziehst, Ich kann mir vorstellen, damals, als du zum ersten Mal diese Dessous angezogen hast, dass das auch so eine selbsterotische Komponente hatte. Ja. Ist das heute immer noch so, wenn du Damenkleidung anziehst, dass das auch irgendwo erotisch prickelnd für dich ist? Ja, das ist unterschiedlich. Das ist nicht immer gleich stark. Mhm. Man kann es vielleicht nicht so vergleichen, aber ich sag mal, es ist sicherlich schon ein Unterschied, ob du jetzt... ja, von Schuhen her, ob du jetzt Wanderschuhe an hast oder deine guten Sonntagsschuhe. Ja. Du gehst schon mit dem Schuh ganz anders. Ja, ist klar, ja. Ja. Und wenn du jetzt Pumps anziehst, gehst du auch ganz anders. Ja, ja. Hast einen ganz anderen Schritt. Fühlst du dich mit dieser Neigung, sag ich mal, einsam? Ja, eigentlich schon. Mhm. Man kann mit niemandem drüber sprechen. Man hat keinen Partner, der das akzeptiert. Aber es gibt auch mittlerweile wirklich 1000 Foren im Internet, wo sich Gleichgesinnte treffen und du bist ja nur wirklich kein Einzelfall, dass ein heterosexueller Mann sowas macht, da könntest du doch auch irgendwie Freundschaften... Ja, ich habe das bei dir schon mal gehört und ich habe das auch mal vor längerer Zeit, hatte der Jürgen von der Lippe, ich glaube die Sendung hieß So ist es oder in welcher Sendung das war, ja. Da hat er einen Gast gehabt und der hat gesagt, das geht also quer durch die Bevölkerung, ja, vom, ja, ja, kleinsten Arbeiter bis zum höchsten Politiker. Absolut, und die, ja, haben dann, ja, Treffen, mhm, in Frankfurt, ja, und ich bin auch mal vor längerer Zeit, vor ein paar Jahren, über eine Anzeige auf sowas gestoßen. Mhm. Nur da habe ich mich nicht dazu zu durchringen können, weil das nur also Männer waren. Ach so. Mhm. Das war zwar ein gleichgesinnter Kreis, aber irgendwo spielte auch so ein bisschen die Erotik da mit rein. Mhm. Und da ich hetero bin, mhm, konnte ich da also nicht so sehr viel mit anfangen. Also habe ich also diesen Kontakt dann nicht näher aufgenommen. Verstehe. Das heißt, du bist also immer noch suchend, vor allen Dingen nach einer Partnerin, die das akzeptiert. Mhm.
Und Internet habe ich nicht, habe ich keine Möglichkeiten, da mich zu orientieren. Kann dir ja mal ein Angebot machen. Bin ich noch nicht weitergekommen. Kann dir mal ein Angebot machen. Wir sind hier zwar keine Kontaktbörse, aber Ausnahmen bestätigen die Regeln. Wenn sich eine Frau angesprochen fühlt von dem, was du so erzählt hast und wie du so rübergekommen bist, die möge uns bitte mailen, dann können wir ja einen Kontakt herstellen. Einverstanden? Ja. Ja? Um nochmal auf das zurückzukommen, was ich vorhin sagte, wo ich Probleme hatte. Das war also nicht ein Einzelfall, ne? Mhm. Auf der einen Seite ist der Handel am Stöhnen und die machen keinen Umsatz und im Endeffekt kann es denen auch egal sein, ob ich das für meine Frau oder für mich oder für beide kaufe. Ja, allerdings, das sehe ich auch so, ja. Und die Stadtberatung hat also im anderen Fall mal die Verkäuferin, die Abteilungsleiterin geholt und die haben mir erklärt, dass das die Damenabteilung ist und nicht die Herrenabteilung. Ja, die Leute müssen auch viel lernen, ne? Dass es eben auch sowas gibt. Und selbst bei der Erotikmesse habe ich also auch schon mal Schwierigkeiten gehabt. Selbst da, wo man der Meinung sein könnte, da müsste es noch eher toleriert werden, auch nicht. Also ich wünsche dir, dass du auf tolerante Leute triffst demnächst und vor allen Dingen wünsche ich dir von Herzen, dass du eine Frau triffst. Das ist ja noch das Allerwichtigste schlechthin. Lieber Willi, alles Gute. Ja, ich danke sehr nett, mit dir gesprochen zu haben. Ich wünsche dir auch alles Gute weiter. Danke für deine Sendung. Mach weiter so. Vielen Dank. Tschüss. Dir. Tschüss. Ihr Lieben, morgen ist bei mir Dirk Bach zu Gast im WDR-Fernsehen um 20 vor 12. Morgen Abend zu später Stunde Dirk Bach, mein Gast. Und wenn ihr gerne mit Dirk Bach morgen während der Sendung auch sprechen wollt, könnt ihr euch heute schon anmelden bei mir unter domian@wdr.de. Um 20 vor 12, morgen geht die Sendung los und eine Stunde vorher sind aber auch schon unsere Leitungen geschaltet, wo ihr dann auch schon anrufen könnt unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50. Hier ist Frank und Frank ist 40. Hallo Frank. Ja, hallo Domian. Hallo Frank. Dein Thema? Ja, mein Thema. Ich habe eine besondere Vorliebe. Ich würde mich selber als Bauchfetischisten Als Bauchfetischist. Du stehst also auf Frauenbäuche. Ja, kann man so sagen. Dass, oder auf Männerbäuche. Nein, Frauen. Auf Frauenbäuche. Also eigentlich ausschließlich Frauen. Ja. Und das Besondere ist vielleicht, dass ich mich auch, sagen wir, für das, was im Bauch passiert, besonders interessiere. Ach. Da mag man doch gar nicht so drüber nachdenken, was da so drin passiert. So schön ist das ja nun nicht, anzusehen oder an sich vorzustellen, oder? Ja, es ist eine besondere Vorliebe, die ich schon seit einigen Jahren habe und die eigentlich dadurch zustande gekommen ist, dass ich mal mit einer Frau zusammen war, die, wie soll ich sagen, sie hat Luft heruntergeschluckt. Mhm. Und ich konnte dann fühlen, wie sich die Luft durch ihren Bauch bewegt hat. Und das fandst du cool? Oder schön? Das war ein sehr, sehr erotisches Gefühl. Ja. Und das hat mich also sehr fasziniert. Und dadurch bin ich eigentlich zu dieser Leidenschaft gekommen. Oder sagen wir mal so, dadurch ist die mir klar geworden, was mich eigentlich am Bauch so fasziniert. Ja. Ich hatte also früher schon dieses Gefühl. Also früher bezog es sich wahrscheinlich nur auf das Äußerliche, dass du den Bauch gerne angeguckt hast, einen Frauenbauch. Ja. Wir reden erstmal nur von dem Äußerlichen. Wie muss denn so ein Frauenbauch aussehen, der für dich optimal ist, den du wunderschön findest? Das ist schwierig zu sagen, weil das, also ich habe das auch mal versucht, mir irgendwie so klar zu machen. Aber es ist nicht unbedingt an einem bestimmten Kriterium festzumachen. Es also ist, ich frage jetzt mal so ein paar. Sollte ein flacher Bauch sein? Es kann ein flacher Bauch sein, es kann auch eher ein rundlicher sein. Ich glaube, es ist eher ein rundlicher. Ah ja, eher ein rundlicher. Hat der Bauchnabel, das muss ja in einer besonderen Form geformt sein? Nein. Das ist weniger wichtig. Das ist auch, was ich immer wieder feststelle, wenn ich jetzt nach dieser Art von Vorliebe oder Fetisch suche, zum Beispiel im Internet, da gibt es diesen Belly-Fetisch, dieser Bauchnabel-Fetisch. Mhm. Und das, habe ich festgestellt, ist es überhaupt nicht. Mhm. Also damit hat es eigentlich nichts zu tun. Ja. Wenn der Bauchnabel schön ist, dann ist das okay, aber das muss nicht sein. Also ich merke schon, dass man das theoretisch gar nicht so ganz einfach beschreiben kann, was für dich ein ästhetischer Bauch ist.
Nein. Kommt sicher von Frau zu Frau auch drauf an. Er sollte wahrscheinlich nicht zu dünn und nicht zu wabbelig sein und ne, so könnte ich mir schon denken. Ja, also es kommt auch auf die gesamte Körperform an. Ja. Also der Bauch alleine ist es nicht nur. Ja. Es ist auch das Drumherum, sagen wir mal, die gesamte Gestalt. Jetzt würde ich gerne nochmal auf das Innere des Bauches zu sprechen kommen. Ja. Du hast das gerade mit der Luft erklärt, dass man so fühlt, wie die Luft sich darin bewegt. Na, okay, kann man ja vielleicht ein bisschen nachvollziehen. Aber gehst du so weit, dass du dir vorstellst, da sind jetzt die Därme, da sind ja nun mal die Därme drunter und so weiter. Wir wollen das ja uns gar nicht weiter jetzt vorstellen. Ist ja, das so? Ja, eigentlich schon. Das schon. Und das findest du dann auch erotisch? Ja, und also ich habe zum Beispiel von einer Frau mal erfahren, ich habe allerdings nur mal E-Mail-Kontakt mit ihr gehabt, dass sie zum Beispiel auch Apfelmittel genommen hat. Mhm. Und dadurch auch fühlen konnte, wie das in ihrem Bauch verdaut wurde. Und das findest du gut? Und das hat mich, also das war, nachdem ich mit dieser ersten Frau mal dort zu tun hatte, und habe ich im Internet gesucht und habe dann jemanden getroffen, der also diese Vorliebe hatte. Und ich habe das dann auch mal mit einer Frau zusammen ausprobiert. Mhm. Das ist schon eher die bizarrere Ecke, finde ich, so für mich. Von der Einschätzung her. So nur auf Bäuche zu stehen, kann ich mir eher vorstellen. Das andere kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Wie ist es denn? Findest du denn oft und viel Frauen, die da auch offen sind, wenn du erzählst, wie du da gestrickt bist? Nein. Also es ist sehr schwer, jemanden zu finden. Und ich hatte bisher, wie gesagt, diese beiden, die also in der Richtung etwas gemacht haben. Ja. Ansonsten ist es häufig, was man wieder immer wieder trifft, dass es sich um Dinge handelt, wie zum Beispiel reinen Analverkehr oder auch, was man so mit Kaviar bezeichnet, also Kot und Ähnliches, womit das aber überhaupt nichts zu tun hat. Ist denn deine Fixierung auf den Bauch so stark, dass du gar nicht an dem Rest des Frauenkörpers eigentlich interessiert bist, sondern nur an dem Bauch? Nein, also das auf keinen Fall. Also du schläfst auch ganz normal mit einer Frau? Ja, sicher. Durchaus, ne? Du beziehst nur den Bauch vielleicht in besonderer Zärtlichkeit und Liebkosung mit ein oder so? Ja, das ist richtig. Bist du im Moment bist du dann auch solo? Im Moment bin ich solo und nun musst du ja. Ja, die letzte Beziehung war auch nichts, was in dieser Hinsicht irgendwie war. Nun musst du dich ja auch da gar nicht so großartig outen und das immer großartig vorher erzählen. Das muss ja eine Frau gar nicht merken, wenn du ihren Bauch sehr schön findest und den besonders streichelst, ist das ja erstmal gar nicht so auffällig. Nein, das nicht. Und das finden die meisten Frauen auch sehr angenehm und sehr schön. Und nur wenn man dann halt beispielsweise diese Vorliebe, diesen, ich sage jetzt mal Fetisch, obwohl es eigentlich kein Fetisch ist, ausleben möchte, dann ist meistens so, dass die Frauen sagen, nee, das will ich nicht. Ich meine, wenn du natürlich anfängst, den Frauen zu sagen, die sollen Apfelmittel nehmen oder immer Luft runterschlucken, werden die sicherlich ein bisschen nachdenklich, ne, um es gelinde auszudrücken. Ja, das ist sicher richtig, ja. Ein Bauchfetischist. Du sagst, dass es da auch viele gibt, so in Deutschland, wenn du im Internet herumsaust? Also es gibt viele, die so ähnlich sind. Mhm. Aber jemanden, der genauso ist, den habe ich also noch nirgendwo getroffen. Ja. Also, was wir wieder alles für interessante Sachen hier bei uns hören. Lieber Frank, dann wünsche ich dir auch, ich wünsche euch immer, die ihr so besondere Neigung habt, dass ihr einen Partner oder eine Partnerin findet. Und das wünsche ich dir auch von Herzen. Dass du das mit einer Frau gut ausleben kannst. Ja, das wäre natürlich toll. Ja, wünsche ich dir wirklich. Alles Gute, auf Wiederhören. Gut, danke. Tschüss. Daniel, 19 Jahre alt. Hallo Daniel. Ja, guten Morgen Domian. Guten Morgen Daniel. Um was geht's bei dir? Folgendes ist bei mir, also ich bin 19 und bin schwul. Mhm. Und habe das meinen Eltern vor ungefähr anderthalb Jahren erzählt. Ja. Und ich sehe meine Mutter ungefähr ein bis dreimal im Monat, weil sie immer auf Dienstreisen ist. Also sie arbeitet beim großen Medikamentenhersteller. Ja, aber du wohnst zu Hause noch bei deinen Eltern? Ich wohne noch zu Hause bei meinen Eltern, genau. Und wohne praktisch hier mit meinem Vater dann praktisch mehr oder weniger zusammen. Mhm. Und der hat praktisch damit ein Riesenproblem, dass ich praktisch schwul bin und kommt damit überhaupt nicht klar. Und deine Mutter kommt damit eher klar?
Also mit meiner Mutter die hat zu mir gesagt, ich soll so leben, wie ich bin und das ist meine Sache. Ja. Und bei meinem Vater ist es so, der sagt zu mir, ich gehöre eigentlich in die Klapse, ich müsste geheilt werden und habe auch schon öfters mal versucht, ihn darauf anzusprechen und mit ihm vernünftig darüber zu reden. Aber da wird natürlich gleich wieder abgeblockt und wird weiter nichts gesagt und ich soll ihn in Ruhe lassen und. Also ist die Wohnsituation ständig angespannt zwischen euch beiden, wenn ihr alleine seid, vor allen Dingen, wo ihr so viel alleine seid? Ja, ich bin dann versucht da natürlich eben auch öfters aus dem Weg zu gehen. Bin natürlich auch unterwegs in der Stadt und oder gehe dann praktisch so ein bisschen nebenbei arbeiten. Aber hab dann praktisch halt immer mein Vater dann, ich sag mal so, im Hintergedanken. Das Schlimme ist ja auch, wie du gerade gesagt hast, dass er nicht bereit ist zu einem Gespräch, ne? Dass er sich dem Gespräch verweigert. Also ja, wie gesagt, ich habe versucht zweimal oder drei oder schon eigentlich öfters mit ihm darüber zu reden oder es versucht zu tun. Aber da wird von ihm knallhart abgeblockt und da kommt weiter nichts. Also ich bin eine Klapse und... Wie schlimm, wie fühlst du dich dann? Das ist doch eine sehr große Beleidigung und Demütigung, so etwas gesagt zu bekommen. Ich fühle mich... Man macht sich selber dann auch so Gedanken und denkt, ist man eigentlich normal, aber ich bin so, wie ich bin und ich stehe dazu voll und ganz. Hast du eine Beziehung, einen Freund? Ja, die ist leider dadurch auch halt zu Bruch gegangen. Dadurch? Warum? Dadurch mit zu Bruch. Also ich hatte ihn dann mal mitgebracht und wollte ihn mit herbringen, also hab's versucht. Und hab eigentlich gedacht, dass mein Vater nicht da ist, weil er eigentlich irgendwo unterwegs war. Und wollte meinem Freund praktisch zeigen, wo ich wohne. Und als er dann nach Hause kam, ist er erstmal nach oben zu mir gekommen. Und wir haben dann hier gesessen praktisch und er hat gleich rumgeschrien, was macht hier ein Kerl in der Wohnung? Und er soll sich verpissen und auf jeden Fall nie wiederkommen. Und dann hat er ihn erstmal achtkantig rausgeschmissen. Ja. Obwohl ich zu ihm gesagt hat, er soll hier bleiben. Ja. Und dann hat er ihn rausgeschmissen, ohne dass ich überhaupt was machen konnte. Und mein Freund hat mich dann natürlich auch nochmal angerufen und wir haben es dann alles nochmal durchgesprochen und Aber deshalb darf so auch nicht weitermachen. Ja. Wobei ich denke, deshalb darf auch keine Beziehung kaputt gehen. Das ist ja schlimm genug für dich und deswegen muss dein Freund dich ja nicht verlassen. Aber vielleicht war es ja auch noch nicht die ganz große Liebe. Ja, ich will mich auch nicht direkt festlegen. Also wir haben auch noch öfters jetzt so zwischendurch Kontakt. Ach so. Aber weißt du, was ich grundsätzlich meine, Daniel? Das finde ich ein sehr, sehr heftiges Verhalten, was du erzählst von deinem Vater. Das ist doch mit nichts zu entschuldigen. Das ist einfach nur blöd ist das. Da gibt's gar nichts zu diskutieren drüber. Ich glaube, dass man in so einem Fall, wenn man gar nicht mehr mit dem Elternteil reden kann, wenn das Elternteil so zu betoniert ist, wie dein Vater es zu sein scheint, die einzige Möglichkeit für dich besteht, dass du die erstbeste Chance nimmst, da rauszukommen aus dem Elternhaus und eine eigene Wohnung zu haben. Ich weiß, wahrscheinlich ist es finanziell kompliziert und ich weiß, bist du noch Schüler oder was machst du? Nee, ich bin praktisch ohne Ausbildung jetzt wieder. Also ich habe vor August angefangen, eine Ausbildung in Hamburg in der Nähe oben. Und die haben mich dann kurz vor der Probezeit dann rausgeschmissen und so war ich dann praktisch wieder angewiesen, hier erstmal zu wohnen, weil das Finanzielle ist bei mir natürlich auch nicht wirklich ist klar. Ja. Und dadurch bin ich halt angewiesen, hier zu wohnen. Ja. Setz all deine Energie rein, die du hast, irgendwie eine neue Stelle zu finden und dass du aus diesem Haus, aus dieser Wohnung rauskommst. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass sich das ein bisschen entspannt und dass du auch nicht dieser permanenten Verletzung ausgesetzt bist. Denn du kannst den ja im Moment offensichtlich nicht irgendwie beeinflussen, weil er einfach dicht macht. Er spricht ja nicht mit dir. Raus, so schnell wie möglich raus. Wenn es auch nicht sofort geht, aber dass du es als Zielperspektive einfach vor Augen hast, das so schnell wie möglich zu arrangieren. Ja, vor allem das Traurige ist, das ist mein Vater. Ja, das ist schlimm, das ist furchtbar. Ich ihn ja auch liebe, ja. Aber... Also die Meinung deiner Mutter, die Einstellung ist ja genau richtig. Kann die denn nicht auf deinen Vater mehr einwirken? Sie hat es versucht, aber für ihn, er blockt bei diesem Thema komplett ab und sagt einfach nur, ich bin krank und ich muss in eine Klapse und muss geheilt werden. Ja, es ist ganz schlimm und dramatisch, dass Eltern so mit den Kindern umspringen. Aber wie gesagt, dir bleibt nichts anderes übrig, als deinen eigenen Weg dann zu gehen und zu suchen auch. Lieber Daniel, die Sendung ist gleich rum. Alles Gute wünsche ich dir und viel Kraft. Ich danke dir und mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik. Heute Abend, heute Nacht war Matthias Neef und Michael Jansen. Morgen sind wir um 11:40 im WDR Fernsehen mit meinem Promi-Gast Dirk Bach. Und ihr könnt anrufen, eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet. Ihr könnt Dirk fragen, was ihr ihn gerne immer schon mal fragen wolltet. Morgen 11:40 WDR Fernsehen. Bis dahin, macht's gut, schöne Nacht, gute Nacht.
2 Uhr, Kiew. Die Opposition in der Ukraine feiert die Annullierung der Stichwahl vom 21. November. Das oberste Gericht hat entschieden, dass das Ergebnis der Präsidentenwahl teilweise durch Betrug zustande gekommen ist. Deshalb soll die Stichwahl am 26. Dezember wiederholt werden. Oppositionsführer Juschtschenko hat sich in Kiew feiern lassen. Er bedankte sich bei seinen Anhängern für die tagelange Unterstützung. Im Lager von Ministerpräsident Janukowitsch war von einer politischen Entscheidung die Rede. Das oberste Gericht sei von Emotionen geleitet worden, sagte ein Sprecher. Karlsruhe, die Männer, die einen Anschlag auf den irakischen Regierungschef Alawi in Deutschland geplant haben sollen, werden heute dem Haftrichter vorgeführt. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof entscheidet am Nachmittag, ob gegen die drei Iraker Haftbefehl erlassen wird. Generalbundesanwalt Nehm geht davon aus, dass sie zur Terrorgruppe Ansar al-Islam gehören. Ermittler kamen per Telefonüberwachung auf ihre Spur. Gestern durchsuchten Spezialeinheiten let you slide, but I'm not gonna let you slide. Are we in France right now? No! Are we in England right now? No! Are we in Japan right now? No! Where are we right now? Germany! Where? Germany! So make some fucking noise! This society that make a nigga wanna kill. I just straight ill, riding my motorcycle down the streets, while politicians, they sound like strippers to me. 2, 3, come on. I'm a dirty dog. I'm a dirty dog. I'm a dirty dog. Motherfucker, I'm a dirty dog. Dirty dog, yeah. I'm a dirty dog. Now law, we on patrol, you never seen before, you ain't never seen me, and I never want to walk at the carpet, I got something wrong, and I got a home, yeah, and it ain't a microphone, and I'm right, so I never want to walk at the carpet, my man's so real, what? Okay. Live-Talk-Radio 0800 220 5050 Domian im WDR-Fernsehen und bei 1Live 0800 220 5050. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Ich grüße euch herzlich. Schön, dass ihr da seid. Wir haben eine freie Themennacht heute, wie immer, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch.
Wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ruft mich an, Telefonnummer 0800 220 5050 oder e-mailt mir unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt wie? Der heißt Thomas und ist 19 Jahre alt. Hallo Thomas. Hallo. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um einen mehr oder weniger sonderbaren Fetisch. Ein Fetisch? Ja, ja, wie gesagt, mehr oder weniger Fetisch, weil es geht nicht ganz, es geht ein Teil ein bisschen in die Sexualität mit rein. Ja. Und zwar dreht sich um Luftballons. Um Luftballons? Ja, genau. Hab ich schon mal gehört. Hä? Hab ich schon mal gehört. Echt? Ja, hab ich schon mal gehört. Ich glaube, ich habe mit einem Menschen mal gesprochen, der stand darauf, auch mit aufgeblasenen Luftballons irgendwie sexuell was zu machen. So einer bist du auch? Ja, wundert mich eigentlich. ja, mehr oder weniger. Und zwar, ich hatte schon immer so ein leichtes Table für Luftballons. Ja. Und habe gedacht, ja, bist ein bisschen Kirre in der Birne oder so. Mhm. Und habe mir das dann nicht weiter zu Kopf steigen lassen. Und irgendwann vor einiger Zeit, vor ein, zwei Jahren oder so, habe ich einfach mal aus Jux in Laune im Internet ein bisschen gesucht und habe dann tatsächlich ein paar Leute gefunden, die das exzessiv betreiben. Ja. Hat mich natürlich wahnsinnig gefreut und irgendwie habe ich dann von ein paar mehr Sachen erfahren. Und ja, habe dann wirklich festgestellt, es gibt wirklich Leute, die damit richtig was am Hut haben. Ja. Und das hat mich dann gefreut. Und du hast damit auch was am Hut. Was genau, was bedeutet das? Wenn du sagst, ich habe so einen Fetisch, mehr oder weniger Fetisch mit Luftballons. Was machst du mit Luftballons? Kann man selber nicht so genau sagen. Ich hatte bis vor kurzem eine Freundin, ja? Bei der, mit der zusammen ging das wirklich in die Sexualität mit rein. Ja, also ihr habt den Luftballon aufgeblasen? Ja, also es war, wie gesagt, nur ein Fetisch meinerseits. Sie hat halt mitgemacht, aber sie hat es nicht wirklich für die. Ja, was habt ihr denn gemacht? Also ja, das waren zum Teil alles unterschiedlich. Teilweise waren es einfach viele kleine Luftballons, die einen dann mehr oder weniger antören, sei es dieses warme oder der Latex eben. Ja. Und es waren zum Beispiel auch ziemlich große Luftballons, sagen wir mal 2-3 Meter lang, 1 Meter hoch, und die dienen dann zum Beispiel wunderbar als Unterlage. Ach so. Wie als Unterlage? Die platzen nicht, wenn man sich drauflegt? Doch, ja, doch. Teilweise schon, aber. Ach so. Also, es muss ist, man kaufen. Es ist wahrscheinlich das Gefühl, dieses Gummigefühl, dieses Latexgefühl. Ja, dieses Latex, dieses Weiche und die sind auch. Ja. Das heißt, das hast du gerne auf deiner nackten Haut? Ja. Ja, und nicht nur auf der nackten Haut, überall, wo es nackt ist am Körper, hast du es gerne? Ja. Je nach Stimmungslage, ja. Je nach Stimmungslage, ja. Die Freundin hat das mitgemacht, obwohl sie das gar nicht so teilt, sagst du. Fand die das nicht ein bisschen befremdlich, wenn du da mit deinen Luftballons anfängst und die aufgeblasen hast und zwischen euch gedrückt hast und weiß ich was? Ich habe das gar nicht so gemacht, sondern ich habe einfach mal davon erzählt. Ja. Und habe auch ihr auch erzählt, dass ich ja noch andere Leute gesehen habe, die sowas auch machen. Mhm. Und sie hat das ja mehr oder weniger als Spielzeug angesehen, nicht wirklich als Fetisch. Ja, ja. So einfach, weil es Spaß macht und nicht, weil es jetzt aber irgendwie eine Hirnkrankheit ist oder sonst was. Aber du hast mittlerweile den Eindruck bei dir, dass das schon zu einem Fetisch ausartet, dass dir das sehr wichtig ist im Punkto Sexualität. Ja, und es geht auch ohne. Es geht auch ohne, ja, das ist ganz beruhigend bei solchen Sachen. Aber du hast jetzt keine Freundin, sagst du im Moment? Keine? Wenn du mit dir alleine bist, ist das so ein Accessoire für die Selbstbefriedigungssessions, die du vielleicht feierst mit dir alleine, dass da immer Luftballons zu Hause sind? Nö, also es ist kein Muss. Also ich kann da getrost ohne leben. Ja. Komm ich ohne aus. Größe, Farbe und so, egal? Solange es nicht irgendwelche kleinen Kinderspielzeugluftballons sind, eigentlich egal, ja. Ja. Hast du das schon mal jemandem, deiner Freundin, nun ja, sonst irgendjemandem erzählt? So ein Freund, also in ihrem Freundeskreis? Nee. Nö. Das nicht. Und hast du zu Hause so auf Vorrat welche, dass, wenn du Lust drauf hast, dass du sagst, da in der Schublade liegen hier welche? Hin und wieder, ja, aber eigentlich, seit ich mit meiner Freundin zusammen bin, nicht mehr. Ja. Ich finde das bei dem Fetisch immer völlig okay, wenn man nicht zu sehr abhängig davon wird. Ne? Deswegen finde ich gut, was du gerade gesagt hast, es geht auch ohne. Das ist so ein Schmankerl, so ein Spaß, so ein Zusatzding, ja, dann ist das gut. Aber es gibt ja viele Leute, die haben einen Fetisch und die können wirklich nicht ohne. Die können keine Sexualität mehr leben, als denn so in dieser abgefahrenen Art und Weise. Nee, das dachte ich mir auch. Und irgendwie, ich hatte versucht, ein bisschen Distanz zu aufzubauen. Also wie gesagt, es geht auch nach wie vor, ne? Und ich bin auch relativ froh drüber. Ist das bei dir so, dass du allein schon beim Anblick eines Luftballons schon ein bisschen in Erregung kommst? Das nicht? Der Luftballon ist es nicht. Es sind meistens, also es müssen auf jeden Fall Frauen dabei sein. Es müssen Frauen dabei sein und du musst den Luftballon an dir spüren wahrscheinlich, oder? Nö, gar nicht mal. Es geht auch einfach. Na gut, so stellen wir uns vor, es ist klar. Zum Beispiel in Diskotheken oder so sind auch ziemlich oft Luftballons zur Deko. Ja.
kommt einfach hin und wieder die Situation, wo man einfach dachte, wow, das passt. Dieser Luftballon zu dieser Frau. Ja, oder wenn Kirmes ist und du gehst über den Platz und da gehen ein paar nette Mädels mit Luftballons in den Händen, halten den Luftballon hoch, könnte ja, klar, für dich, ist schon ein bisschen scharf, ne, unter Umständen. Ja, kann allerdings, ich weiß nicht, mich stört das immer so ein bisschen, wenn das Ganze, gerade so bei Kirmes oder so, wenn es mit Kindern in Verbindung gebracht wird. Verstehe. Weil ich habe, das hat weder was mit irgendwelchen kleinen Kindern zu tun. Ja, das habe ich auch so verstanden. Noch soll es irgendwie so verstanden werden, als wären Leute, die sowas haben, irgendwie Pädophile. Ja, ja, ja. Nee, das Kinderspielzeug ist. Ja, nee, das habe ich auch nicht so verstanden, wirklich nicht. Also ein etwas Fetischist im Bereich des Luftballons, der Thomas, ne? So war es. Ja, viel Spaß mit dem. Ich würde hoffen, dass vielleicht andere Leute sowas haben und vielleicht drauf kommen. Hey, da ist ja noch einer. Ja, ich meine, das Genialste wäre natürlich für dich, wenn du eine Frau finden würdest, eine Freundin, die das auch richtig scharf findet, ne? Dann hättet ihr aber die Luftballon-Orgie, ne, zu Hause. Ja, nee, ich weiß nicht. Ich glaube gar nicht, dass das so gut wäre. Warum? Weil dann steigert man sich in sowas wieder so rein. Und stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Da muss ein bisschen Distanz zwischenbleiben. Eine Frage noch zum Schluss. Wenn bei einer sexuellen Aktion dann so ein Luftballon mal platzt, ist das abturnend oder sagst du, es ist okay? Für mich ist das nicht unbedingt abturnend. Nee, also, ich meine, der Schreck könnte einem okay. Ja dann... Ja. Es ist okay. Also. Es gibt sogar Leute, die stehen gerade auf das Platzen. Ach so. Hast du dich schon kundig gemacht im Internet? Diese Leute nennen sich dann Popper und die betreiben das exzessiv. Denen geht es auch gar nicht so ums erotische Spiel, sondern ja, die stellen sich teilweise irgendwie in eine Menschenmenge rein, irgendwelche 50 Jahre alten Herren, und die finden das dann toll, wenn sie irgendwelche Luftballons zum Platzen aufblasen, damit irgendwelche anderen Frauen erschrecken. Das war gemein. Ja, ist ja nicht mehr so ein Fetisch, aber es geht halt, den Spaß sozusagen. Ja, das finde ich auch, natürlich im ersten Moment ist das spaßig, aber ich meine, wer weiß, wenn man daneben eine alten Dame steht und die irgendwie herzkrank ist oder so und die sich dann so erschreckt, dann hört der Spaß auf, ne? Ja, das soll es nicht sein, weil hauptsächlich Aufsehen erregen. Ja, das ist schon was Sonderbares, wenn man irgendeinen 40 Jahre alten Knacker mit Luftballon in der Hand rumstehen sieht. Also Thomas, viel Spaß mit den Ballons weiterhin. Jo, danke. Ne? Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, meine Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, dann müsst ihr die Nummer wählen. Oder ihr meldet mir unter domian@wdr.de. Die nächste Anruferin, das ist unsere Nadja. Und Nadja ist auch 19 Jahre alt. Hallo Nadja. Hallo. Hallo Nadja. Dein Thema? Ein bisschen umfassend. Also ich würde es einfach beschreiben, Suizidalität. Ich habe es nicht verstanden. So, wie bitte? Ich habe das nicht verstanden. Wie würdest du es umschreiben? Suizidalität. Also die Gefährdung, sich selbst zu töten. Ja. Ist das bei dir so? Ja. Warum? Das ist chronisch durch einen Vorfall vor ein paar Jahren, bei dem ich einen Herzschrittmacher bekommen habe. Und ja, dadurch ist das irgendwie... Du hast in deinen jungen Jahren schon einen Herzschrittmacher. Ja. Aufgrund? Nein, ich hatte einen. Du hattest einen? Ja. Aufgrund einer Herzerkrankung? Ja. Und du hast ihn jetzt nicht mehr? Nein. Warum? Er hat sich entzündet. Musste wieder raus. Mhm. Ist das jetzt nur vorübergehend, bis die Entzündung wieder im Griff ist und dass man ihn dann wieder einsetzt, oder? Nee, die ist schon im Griff, aber sie wollten ihn wieder einsetzen, aber ich wollte das nicht. Ach so, die Ärzte sagen, das rein theoretisch ging es wieder? Man könnte das machen, medizinisch. Ja. Ich sag mir noch vorab, was das für eine Herzerkrankung ist, dass du in dem Alter schon einen Herzschrittmacher brauchst. Ja, das bleibt halt ab und zu stehen. Das Herz? Ja. Mhm. Wann hast du das bemerkt, in welchem Alter, dass da was nicht stimmt? Ich selbst hab's nicht bemerkt, aber als ich 3 war, ist es das erste Mal sozusagen aufgetreten. Mhm. Und den Herzschrittmacher hast du hast es gerade gesagt, hab's nicht genau mir gerade auf dem Schirm, in welchem Alter? 15. Mit 15 eingepflanzt bekommen. Ja. Mhm. So, und dann ist er wieder rausgenommen worden, weil es sich entzündet hatte. Und mit dem Herzschrittmacher konntest du gut leben? Nein. Warum nicht? Ab dem Moment, wo ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, haben sich sozusagen Störungen der Psyche gebildet. Mhm. Und zwar, ich konnte nicht mehr schlafen, habe irgendwie... pro Nacht nur noch so 2 Stunden geschlafen, das monatelang. Und ja, dann dadurch sind halt auch Depressionen entstanden und dadurch wurde es dann halt immer schlimmer und so. Verstehe. Bist du denn begleitend, nicht psychiatrisch auch behandelt worden? Nein.
halte ich für einen Fehler, wenn ich das mal so laienhaft sagen darf. Ja, das ist, weiß ich nicht, also, okay, hätte mich einfach fragen können, dann wäre diese ganze Sache einfach nicht entstanden, denke ich mir mal. Was hätte man nicht fragen können? Ob ich das überhaupt will, dass die den einsetzen. Hättest du es damals auch nicht gewollt? Nein, ich hätte es damals auch nicht gewollt. Warum nicht? Da wusstest du ja noch gar nicht, dass es dir nicht bekommt und dass dein Körper da schlecht drauf reagiert. Ja, aber ich wurde nicht richtig gefragt. Mir wurde irgendwie so eine Broschüre vorgelegt, wo ein älter Rentner war mit einem Kind auf dem Arm und dann stand Leben mit einem Herztrittmacher. Und das war halt, wie ich es erfahren habe, dass ich den bekomme. Und ich hatte irgendwie gerade mal 10 Stunden Zeit, da wurde ich schon wieder operiert, bevor ich das überhaupt wahrnehmen konnte, dass das jetzt passiert. Ich meine, mit 15 Jahren hält man ja eigentlich einen engen Kontakt mit den Eltern. Hast du kein intensives Gespräch mit deinen Eltern darüber geführt? Nein. Warum nicht? Ich habe nie intensive Gespräche mit meinen Eltern geführt. Mhm. Aber die haben das letztendlich dann entschieden, dass du das gemacht bekommst. Ja. Mhm. So, dann ist das Ding aber eingepflanzt worden. Das hatte aber keine großartig tolle Wirkung auf dich. Im Gegenteil, wie du es gerade beschrieben hast. Es ging dir psychisch schlecht und dann irgendwann auch körperlich schlecht, weil es sich entzündet hat. Ja, das mit dem Körper ging, aber es hat sich halt irgendwie auf die Psyche vor allem bemerkbar gemacht, als ich irgendwie das Röntgenbild in der Hand hatte. Und man sieht dann ja nicht sozusagen die Außenhülle, sondern man sieht ja dieses ganze Maschinelle innen drin und das irgendwie, weiß ich nicht, das hat mich irgendwie geschockt irgendwie. Ja. Wie groß ist so ein Schrittmacher? Ich stelle mir den immer so 4-5 Zentimeter groß. Der ist ungefähr so groß, wenn man den Zeigefinger und den Daumen zusammennimmt, dann das, so groß ist der ungefähr. So lang? Zum Kreis jetzt. So? Siehst du mich im Fernsehen? Ja, nee, die beiden Finger zusammen machen. So? Genau. Ah ja, also so ein Durchmesser von vielleicht 4 Zentimeter im Rundell so. Ja, Kreis. Ungefähr. Ja, ja. Jetzt ist er rausgenommen worden. Ja. Das Körperliche ist wieder reguliert, sagst du. Die Entzündung ist im Griff. Eigentlich sagen die Ärzte, du müsstest wieder einen eingepflanzt bekommen. Ja. Weil die Gefahr besteht, dass dein Herz stehen bleibt. Ja. Du sagst aber nein, ich will keinen neuen haben. Du bist jetzt 19 Jahre und kannst das ja auch frei entscheiden. Ja, jetzt kann ich das. Das heißt, du würdest in Kauf nehmen, dass du stirbst? Nein, ich sterbe ja eh. Ja, ist das so? Wenn du ordentlich medizinisch behandelt wirst, kann man doch vielleicht damit ganz uralt werden. Na klar, könnte ich das, aber momentan kann ich mir noch nicht mal vorstellen, älter als 19 zu werden, deswegen ist das nicht relevant. Also seelisch geht es dir sehr schlecht? Ja, das ist, ja. Ist einfach, weiß ich nicht. Also, ich sag mal so, wenn ich umkippe, kippe ich um. Und wenn ich wieder aufwache, mache ich wieder auf. Das ist einfach so. Das ist. Ist dir egal. Das gehört einfach so dazu. Das ist mein ganzes Leben lang ist das schon so. Ich kippe um, dann wache ich auf und denke, huch, bist du umgekippt. Ich krieg das ja alles gar nicht mit. Dann denke ich so, na egal. Und. Aber ich frage dich jetzt nochmal, du hast dich ja wahrscheinlich eingehend genug mit deiner Krankheit beschäftigt. Wenn du jetzt den Schrittmacher eingepflanzt wieder bekämst, wäre das so? Dass man aus medizinischer Sicht sagt, okay, das Herz ist jetzt wieder funktionstüchtig. Das schlägt auf jeden Fall. Das Mädel stirbt jetzt nicht am Herzstillstand. Wäre das so? Ja, eigentlich schon. Aber ich sag mal so, zu 80% brauche ich den ja nicht. Weil ich kippe ja nur ab und zu um, dann bleibt das halt stehen und manchmal springt es auch wieder an. Aber es ist halt so, dass es halt... Gut, aber wenn du es nicht machen würdest, ist das Risiko sehr groß, dass es nicht anspringt, das Herz. Ja, das ist ein Risiko da, sagen wir so. Ja, es ist ein Risiko da. Und wenn du den Schrittmacher hättest, wäre das Risiko sehr minimiert oder ganz weg? Wäre es, ja, verringert auf jeden Fall. Das heißt, du nimmst dann schon in Kauf, dass du eventuell stirbst, bald. Ja, aber das habe ich schon seit ich klein bin und das, irgendwie... Ja, ja. Aber wäre das nicht eine Beruhigung für dich zu wissen? Ich muss mir jetzt, wenn ich das Ding wieder drin habe, eigentlich keine Sorgen um das Herz zu machen. Das funktioniert dann schon. Und dann kann ich mich um die anderen Sachen kümmern. Dann kann ich mich um meine Seele kümmern. Nein, kann ich nicht. Das geht nicht. Nein, ich weiß es. Also es ist einfach so, dass ich mich sozusagen, als ich den drin hatte, war es einfach so, dass
ich mich nur noch auf den konzentriert habe und so. Sehen so. Es jetzt die anderen Leute, sehen sie es nicht, denken sie jetzt, oh mein Gott, was hat die denn da? Ja. Oder so. Und weiß nicht, ich stand vorm Spiegel und habe nur noch den Herzschrittmacher gesehen und nicht mehr mich. Also sieht man den dann, wenn man dann vor dem Spiegel steht? Ja, nicht direkt. Es ist halt ein bisschen dicker. Mhm. War das auch so ein Gefühl des Fremdkörpers in dir? Ja. Was dir auch unangenehm war? Ja. Mhm. Wie lebst du jetzt? Du bist 19 Jahre. Lebst du noch bei deinen Eltern oder lebst du alleine? Bei meinen Eltern. Und die Kommunikation und das Verhältnis zwischen Eltern und dir ist nach wie vor nicht sehr gut? Nicht mehr. Drängen die dich jetzt im Moment dazu, das wieder machen zu lassen? Ja, schon ein wenig, aber naja, sie wissen mittlerweile, dass es meine Entscheidung ist. Gibt es sonst noch ganz nahe Menschen? Hast du eine Beziehung oder hast du eine ganz gute Freundin? Ja, habe ich auch. Was denn? Beides? Beides. Beides. Ein Freund und eine gute Freundin. Ja. Was sagen die beiden denn zu dir? Ja, das ist eigentlich meine Entscheidung und eigentlich spreche ich ehrlich gesagt nicht so viel darüber. Deswegen sagen sie eigentlich gar nichts dazu, weil sie es nicht wissen. Ach, weil sie es gar nicht so richtig wissen? Nee. Ach, die wissen gar nicht die Dramatik der Situation im Moment. Und sie wissen nicht, dass ich wieder einen bekommen soll. Und die wissen auch nicht, dass du nicht willst? Doch, das wissen sie. Das wissen sie. Aber es ist eigentlich so kein Thema bei uns. Das heißt, du sprichst eigentlich kaum mit jemandem darüber. Ja. Und machst das alles so mit dir alleine aus. Ja. Und die Ärzte, die Herzchirurgen, mit denen du es da zu tun hast, reden die mit dir? Ja, schon ab und zu. Also eigentlich muss ich da ja regelmäßig hin. Was ich aufgrund, ich tue es einfach nicht. Das ist bei dir, ne? Da kommt ja, das ist bei mir. Ich könnte mir vorstellen, dass du das Gefühl hast, dass die Herzchirurgen, dich auch gar nicht wirklich verstehen. Ja, nee, tun sie auch nicht. Also, ja, das ist immer dieses, nee, sie ist bockig, sie will gar nicht. Ja. Weißt du, dass ich das erstmal hocherstaunlich finde, dass du hier anrufst und mir das erzählst? Wieso? Ja, dann finde ich finde es toll. Ich freue mich darüber. Ich freue mich auch darüber, dass du das Vertrauen zu mir hast, dass du hier anrufst. Wenn du jemand bist, der eigentlich sehr, sehr in sich lebt und das so mit sich ausmacht, ist das schon ein großer Schritt, sich zu öffnen bei jemandem. Und dann auch schon vor allen Dingen so hier in der ganzen Öffentlichkeit. Das, was ich sehr ernst nehme bei dir, ist die Stimmung, in der du zu sein scheinst, schon sehr lange, seit langem. Du hast gesagt, dass du depressive Stimmungen hast und dass es dir seelisch nicht gut geht. Das nehme ich sehr ernst und daraus kann ich auch so ansatzweise nachvollziehen, dass du so auf diesem Trip bist, in dem du im Moment bist, auf dem du im Moment bist. Deswegen finde ich, dass man das Pferd von der anderen Seite aufzäumen müsste. Ich finde, dass du ganz, ganz, ganz dringend zu einem guten Psychiater, nicht mal zu einem Psychologen, sondern zu einem Psychiater müsstest. Ich habe das schon, also ich bin schon 4 Jahre lang in psychiatrischer Behandlung. Bist du? War ich. Und war das ein Arzt, von dem du ein gutes Gefühl hattest? Ich war 2 Jahre lang in 3 verschiedenen Kliniken. Ah ja. Und danach halt noch Betreuung so. Und die Ärzte haben jedes Mal gesagt, dass es irgendwie nicht wirklich Sinn hat. Und meine letzte Therapeutin meinte auch, sie will lieber aufhören, weil sie meint, das bringt nichts mehr. Du hast einen Freund, den hast du lieb. Ja. Mit dem möchtest du eigentlich auch gerne noch eine Weile leben. Nein. Nein? Du hast ihn lieb und möchtest aber nicht mehr lange mit ihm leben. Warum nicht? Nein, weil, ja klar, es gibt viele Dinge, mit denen man gerne noch irgendwas erleben möchte oder so. Klar, aber irgendwie auch nicht, weil ich muss ehrlich sagen, bei mir habe ich das Gefühl, überwiegt das Negative und es macht einfach alles keinen Spaß mehr. Na klar, es ist schön, irgendwie in den Armen von seinem Freund zu liegen, aber dann ist es auch wieder da, dass es irgendwie, ja, dann ist die Situation vielleicht auch mal wieder unangenehm und nee, eigentlich. Ist das Gefühl überwiegend, dass du lebenssatt bist? Ja. Dass du einfach keine Lust mehr hast, dass du dich auch nicht erfreust an, was ich, an einem schönen Frühlingstag oder eben an deinem Freund, an der Liebe? Nee, man wacht morgens auf und wünscht sich, dass es wieder abends wäre. Warum hast du mich angerufen? Das ist eine gute Frage. Mhm. Weil ich momentan denke, ich
nach Möglichkeiten suche, die ich noch ausschöpfen kann und ich keine mehr finde und darum irgendwie versuche, durch andere Leute irgendwie noch was zu finden, dass die vielleicht noch eine Idee hätten oder so. Weißt du, Nadja, ich glaube, dass man, wenn jemand wirklich ganz, ganz entschieden ist, aus dem Leben zu gehen, finde ich immer, dass man das respektieren sollte. Das ist meine Grundauffassung. Aber ich finde, dass man alles und alles und alles Mögliche überlegen sollte und bedenken sollte, um das zu sehen oder wiederzufinden, was schön ist am Leben. Und am Leben ist verdammt viel schön. Das habe ich versucht. Ich habe es versucht. Ich habe die allen möglichen Sachen irgendwie nochmal versucht hinzubiegen und hier und da. Und mir fallen mittlerweile einfach keine Methoden mehr ein. Und man kann sie nicht einfach irgendwie hinstellen und sagen, oh, aber der Himmel ist doch schön und die Bäume sind doch schön. Nein, also einfach das ist geht, nicht. Das geht nicht. Ja. Und andere Methoden wie andere Therapiemethoden und 1000 Millionen verschiedene Medikamente gegen Depressionen und hier und da und dann Heilpraktikerin. Ja. Und hier kriegst du Kügelchen, da kriegst du Kügelchen. Und das hat bis jetzt alles nichts gebracht in mehr als 4 Jahren Therapie. Pass auf, Nadja, jetzt mache ich mal einen Vorschlag. Ich bin jetzt ein bisschen verspannt gerade. Ich sehe, dass wir uns schon sehr lange unterhalten. Das geht im Rahmen dieser Sendung, haben wir immer so einen bestimmten Zeitpensum. Und ich merke, dass das so eine große Sache ist bei dir. Dass da so viel hintersteckt und dass man das irgendwie nicht so schnell besprechen kann. Ich möchte jetzt 2 Angebote machen. Ich möchte A, dass du mit meiner Psychologin sprichst. B, biete ich dir an, dass ich dich sofort nach der Sendung, ich persönlich, privat gleich nochmal anrufe und dass wir sprechen können. Okay. Ist das okay? Ja. Sonst sprengt es wirklich den Zeitrahmen unserer Sendung und ich möchte mich mit dir wirklich ordentlich noch unterhalten. Sollen wir das so machen? Mhm. Okay, dann legst du jetzt auf und dann ruft die Heide dich noch gleich an und nach der Sendung rufe ich dich an. Okay. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Hier ist Ines und Ines ist 20 Jahre alt. Hallo Ines. Guten Morgen Ines. Hallo. Hallo? 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 Hallo. Ja. Wo bist du? Das klingt so seltsam. Hallo. Also wenn die Ines jetzt nicht spricht, dann können wir nicht sprechen. Ich kann sie leider ganz schlecht hören. Ja, Ines, guten Morgen, hallo. Hörst du mich jetzt? Ja. Ja, und was geht's denn bei dir? Also ich glaube, ich bin süchtig danach. Bitte? Ich glaube, ich bin süchtig danach, mich selbst zu befriedigen. Du musst mal den Hörer irgendwie ganz gerade vor deinen Mund halten. Du bist so verwurzelt, kommst du rüber. Du bist süchtig danach und dann bist du nicht verstanden. Ich glaube, dass ich wirklich danach bin, mich selbst zu berühren. Dich selbst zu berühren? Ja. Was heißt das? Heißt das, dich selbst zu befriedigen, oder was? Ja. Aha. Wie oft machst du es am Tag? 3-4 Mal. Hm. 20 Jahre bist du alt? Wie lange läuft das schon so? Ungefähr ein halbes Jahr. Und vorher war das relativ normal? Vorher überhaupt gar nicht. Gar nicht? Nee, vorher habe ich überhaupt kein Interesse an Sex gehabt. Ja? Und das heißt, du hast jetzt seit dem halben Jahr erstmalig dann sexuelle Erfahrungen mit dir selbst? Ja. Mhm. Auch noch keinen Freund gehabt? Ja, schon einen Freund, aber halt nur Händchen halten. Kein Sex, kein Geschlechtsverkehr? Ja. Mhm. Wie kam das, dass du dann vor einem halben Jahr zum ersten Mal das dann versucht hast und dann auch gemacht hast? Also ich habe vor einem halben Jahr, habe ich halt nachts vom Sex mit einem Schauspieler geträumt. Mit einem Schauspieler, mit einem berühmten Schauspieler? Ja. Ja. Und dann bin ich halt morgens wach geworden und habe das halt gemacht. Mhm. Und wie kam das, dass du das vorher noch nicht gemacht hast? Ich weiß nicht, ich hatte einfach kein Interesse dran. Mhm. Irgendwie finde ich es auch schmutzig. Heute immer noch? Ja. Mhm. Warum findest du es schmutzig? Ich weiß nicht. Ich meine, eigentlich weiß es ja keiner. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich erfahren würde, dass ein Mann dabei an mich denkt, würde ich mir schmutzig vorkommen. Und jetzt denke ich, wenn der das wüsste, dann würde der sich wahrscheinlich schmutzig vorkommen. Glaube ich nicht, dass der sich schmutzig vorkommt, wenn der das wüsste. Ist doch normal, dass man da an irgendetwas denkt, was man schön findet. Dadurch beschmutzt man die Person ja nicht, indem man sich das vor Augen hält. Findest du das denn an dir selbst auch was Schmutziges, wenn du es bei dir selbst so dir überlegst, dass du es machst?
Also, ich weiß nicht, die Sache selber finde ich nicht schmutzig, aber das ist halt teilweise, dass ich... Halt doch mal den Hörer ganz still, das geht immer so hin und her. Ich habe teilweise Gedanken dabei, die finde ich dann schmutzig. Ja. Also konkrete sexuelle Vorstellungen. Ja. Sind das. Mhm. Kann ich dir versichern, Ines, dass die hundertprozentig nicht schmutzig sind? Haben wir alle. Alle haben wir das. 99% der Leute stellen sich sowas vor und das entspricht natürlich nicht so der Norm, der Moral, wie man so normal im Leben lebt, das ist ja auch okay. Aber in der Fantasie ist das erlaubt. Und vieles wird dann ja auch mit einem Partner, mit einer Partnerin dann irgendwann mal auch umgesetzt. Vorab gesagt, finde ich das nicht süchtig, wenn du dich dreimal am Tag befriedigst. Kann durchaus mal kommen, vorkommen. Vor allen Dingen auch in deinem Alter. Finde ich erstmal gar nicht bedenklich und nicht schlimm. Vor allen Dingen hast du ja auch vielleicht eine ganze Menge noch nachzuholen, wenn du so lange keinen Spaß hattest. Was ich schon ein bisschen bedenklicher finde, ist, dass du dir da ein schlechtes Gewissen machst und du sagst, ich denke, das ist schmutzig. Wie bist du erzogen worden? Bist du so erzogen worden, dass das auch kein Thema war, Selbstbefriedigung, oder gar so als schmutzig auch dargestellt wurde? Also meine Eltern haben eigentlich über sowas früher nie geredet. Ja. In letzter Zeit schon manchmal, weil das ja im Fernsehen auch mittlerweile ein großes Thema ist. Naja, groß ist auch nicht, aber man spricht halt drüber. Ja, aber auf jeden Fall sagen meine Eltern halt, sowas macht man nicht und wenn, dann darf das keiner wissen. Mhm. Und meine Freundinnen sagen halt auch so, sowas macht man nicht. Echt? Das sagen die Freundinnen? Ja, und eine Freundin von mir hat vor kurzem mir sogar erzählt, ihr Freund macht das und das ist total eklig und ich habe dann gesagt, dass ich das auch mache, weil ich das in dem Moment als normal empfunden habe. Ja. Und sie hat dann gesagt, ja, du kannst doch nicht einen Mann darauf reduzieren, dass er für dich eine Sexvorlage ist. Doch, kann man. Das mache ich ja auch gar nicht. Ich denke ja nicht so, der taugt nur dafür und... Also für wenn man sich selbst befriedigt, ist ein Mensch in der Fantasie durchaus reduzierbar darauf, dass man sich sexuelle Dinge mit dem vorstellt. Da muss man nicht an alle Werte und Charaktereigenschaften denken. Das ist völlig normal und das ist überhaupt nicht schlimm und überhaupt nicht pervers oder krank oder weiß ich was. Glaubst du deinen Freundinnen, dass die das nicht machen? Also ich weiß nicht, ich kann es mir nicht vorstellen. Aber ich habe es ja auch bis vor kurzem noch gemacht, also kann es vielleicht doch kommen. Ja. Du hast es bis vor kurzem auch nicht gemacht, meinst du? Deshalb kannst du es dir vorstellen. Ja. Ja. Und die haben ja auch einen Freund, der das dann sozusagen für die erledigt. Ja, das habe ich verstanden. Also, ich wundere mich, weil ich irgendwie so dachte, dass gerade so jetzt auch so in deiner Generation, dass irgendwie alles doch sehr locker genommen wird und dass man da gar nicht mehr sich so den Kopf macht. Aber offensichtlich ist das nicht der Fall. Ich kann dir wirklich nur aus tiefer Überzeugung sagen, mach es, genieße es. Es ist weder was Unmoralisches noch was Schmutziges. Denk dir alles Mögliche dabei aus, was du erotisch findest und schön findest. Und wenn du einen Mann, einen Schauspieler toll findest, mit dem du gerne Sex hättest, stell ihn dir ruhig vor, während du masturbierst. Das ist völlig normal. Und erkunde deinen Körper. Je mehr und je besser du mit deinem Körper alleine umgehen kannst, desto besser wirst du irgendwann auch im Zusammenspiel mit einem Freund, mit einem Mann deinen Körper erleben können. So ist es. Ja, das ist auch so eine Sache. Wenn ich versuche, mir vorzustellen, dass ich irgendwann einen Freund hätte, ja? Ich kann mir nicht vorstellen, mit einem anderen Mann irgendwelche Handlungen zu vollziehen. So überhaupt gar nicht. Nicht mal zum Kuss oder so. Ja. Im geringsten. Aber wollen wir vielleicht das mal drauf ankommen lassen? Ich meine, das ist ja jetzt schon ein großer Schritt, dass du nach so langer Abstinenz dich selbst befriedigst. Das ist ja schon mal ein gravierender Schritt, finde ich. So, das ist ein halbes Jahr geht das jetzt so. Vielleicht verliebst du dich bald und oder vielleicht auch erst in einem Jahr, das ist dann auch egal. Und ihr nähert euch allmählich an, du und der Mann, in den du dich verliebst. Und dann hoffe ich, dass sich das dann schon von alleine ergibt. Du hast so ein schlechtes Gewissen mit allem, ne? Ja. Bist du religiös erzogen, sehr streng religiös? Nee, überhaupt nicht. Also eigentlich haben meine Eltern mir gar nichts mit Glauben irgendwie beigebracht. Mhm. Das Einzige ist wirklich, ich soll nicht mit jedem Kerl ins Bett steigen, aber das war auch nur so, ja, das ist auch okay. Einmal im Leben. Ja, ist auch richtig, ist auch ein guter Ratschlag. Aber ja, das würde ich ja sowieso nicht machen. Ist mir aber klar. Sonst waren da eigentlich gar keine Regeln irgendwie, was man mir gesagt hat. Also, ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt. Die habe ich dir ganz klar gesagt.
Ja. Wenn du gerne noch das Gefühl hast, dass da vielleicht irgendwie noch was anderes im Hintergrund bei dir verkompliziert ist oder kompliziert ist, dann können wir dich gerne nochmal anrufen, dann wird meine Psychologe mit dir sprechen, wenn du das möchtest. Ja, ich glaube, das wäre ganz gut. Okay, dann machen wir das so. Ines, dann legst du auf und die Heide ruft dich gleich nochmal an. Okay? Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Das war eine schlechte Leitung, Mann. Ihr Lieben, Thema diese Woche. Diese Woche in der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben wir wieder Themennacht und da heißt das Thema Rache und Vergeltung. Möchte gerne mit euch sprechen, die ihr schon Rache und Vergeltung geübt habt. Ihr euch gerecht habt für irgendeine Sache, für eine Tat. Im Nachhinein dazu steht oder im Nachhinein sagt, das war viel zu emotional und ich bereue das. Und ich möchte gerne mit Opfern sprechen, mit Racheopfern, die aus Gründen, welcher Art auch immer, vielleicht schlimme Dinge erlebt haben, weil Rache an ihnen ausgeübt wurde. Ihr könnt euch heute schon anmelden unter domian@wdr.de. Und wer ist der Promigast am Samstag? Am kommenden Samstag ist Jürgen Drews hier bei mir. Ja, Jürgen Drews. Und wenn ihr gerne auch mit Jürgen Drews sprechen wollt, dann könnt ihr euch auch anmelden schon unter domian@wdr.de. Diese Woche Samstag, 23.30 Uhr, Jürgen Drews, Gast bei Domian. Gabi ist hier. Gabi ist 51. Hallo Gabi. Ja, hallo. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Was ist dein Thema, Gabi? Mein Thema ist Angst. Dein Thema ist Angst, inwiefern? Inwiefern? Also Hundephobie und bei Dunkelheit und überhaupt ganz viel. Also bei Dunkelheit kannst du nicht rausgehen? Nee, kann ich auch nicht in der Wohnung alleine sein. Ach, in der Wohnung auch. Und Hundephobie, wie stark ist die ausgeprägt? Auch wenn jemand mit einem angeleinten Hund an dir vorbeigeht, ist das schon schlimm? Nee, das ist noch viel schlimmer. Ich gehe überhaupt nicht aus dem Haus raus. Wie, du gehst überhaupt nicht? Ach, du gehst gar nicht mehr aus dem Haus raus? Ich wohne in einer ganz kleinen Ortschaft und da laufen viele große Hunde frei rum. Ja. Und dann gehe ich also überhaupt nicht raus. Seit wann schon nicht mehr? Seit 7 Jahren wohne ich da. Ja. Und seitdem gehe ich eigentlich nicht raus. Seit 7 Jahren gehst du nicht mehr aus dem Haus? Ja, schon. Ich fahre mit dem Auto weg. Ja. Da kann ich durch den Garten, in die Garage. Ach so. Und von da aus dann das automatische Tor aufmachen und... Ich verstehe. Du gehst nicht in eurem Ort oder Dorf herum, sondern setzt dieses Auto und fährst irgendwo in die Stadt oder so. Genau. Das heißt, du verlässt schon das Haus immer wieder mal. Du sitzt nicht nur im Haus rum. Habe ich nicht verstanden. Ich sag, das heißt, du sitzt nicht nur im Haus seit ein paar Jahren, du gehst dann auch schon raus, aber eben nicht in euren Ort. Ich gehe schon raus, aber nicht im Ort, ja. So, nochmal zur Dunkelheit. Nachts alleine im Dunkeln in den Keller gehen ist undenkbar. Nee, in den Keller gehen macht mir da wenig Schwierigkeiten, aber wenn ich allein im Haus bin, mein Mann ist ab und zu mal im Krankenhaus und so, ja. Und dann also kann ich ganz schlecht einschlafen, da klopft das Herz. Ja. Da klopfen die Ohren. Ich weiß nicht, ob jemand sowas kennt. Ja, das kenne ich auch, wenn das Herz zu sehr klopft, klopft es auch in den Ohren. Ja. Und das ist ganz schlimm, da kann ich nicht einschlafen. Und Was gibt es noch für Ängste? Ich meine, das ist ja schon heftig, wenn du sagst, ich bin 7 Jahre nicht mehr in meinem Ort quasi rumgegangen. Also das mit den Hunden, das beschäftigt mich am meisten, weil das ist ganz heftig. Ich gehe nicht mal zum Postkasten. Wenn mein Mann nicht da ist, dann muss das die Nachbarin machen. Ich kann die Mülltonne nicht raus tun, ich kann eigentlich überhaupt nichts. Bist du denn schon mal von einem Hund angegriffen worden? Ja, als Kind mal. Schlimm? Ich war nicht sehr verletzt, aber ich habe da einen Schock wahrscheinlich gehabt. Ja. Ich habe da ein Vierteljahr gestottert. Ja, oh ja. Und ja. Das heißt, du bist jetzt, was habe ich gesagt, 51 und du bist seit dieser Zeit, hast du diese Ängste und Phobien vor Hunden? Ja, aber es war nicht immer ganz so schlimm, also es steigert sich halt, ne? Was sagen denn die Leute da bei dir im Dorf? Die finden das doch wahrscheinlich ganz seltsam. Ja, die denken wahrscheinlich, die hat einen Schuss, ne? Ja. Ne? Die taucht nie bei Bäcker auf und nie da und man hält kein Schwätzchen am Gartenzaun mal. Nee, mach ich nicht. Die müssen entweder zu mir kommen oder es tut sich nichts. Hast du denen, so ein paar Leuten, das dir mal erzählt, warum du nicht rausgehst? Ja, schon, aber keiner versteht's. Ich verstehe es eigentlich nicht. Die denken wahrscheinlich, die soll sich nicht so anstellen, die Hunde tun noch nichts und genau. Ist immer so gewesen, dass die Hunde hier rumlaufen und Schluss aus, ne? Wobei es noch dazu gekommen ist, ich habe selbst einen Pudel, ne? Ach, du hast sogar selbst einen Hund? Ja, klar. Ja, der muss doch mal ausgeführt werden, wie geht das denn?
der macht, also am Grundstück hinten dran, ach so, in eurem Garten, eingezäunt, und da macht er hin. Ach so. Das ist ja auch verrückt. Du hast selbst einen Hund und hast dennoch so eine große Angst vor Hunden. Ja, ich bin unheimlich tierlieb. Das ist ja noch das Komische dabei, ne? Ja. Hm. Aber vor deinem Hund hast du nie Angst? Nee, das ist ja bloß ein kleiner. Sind das denn besonders große Hunde, vor denen du Angst hast? Ja, ja. Und wie wär's, wenn du dir selbst einen großen Hund kaufen würdest? Nee. Um dich dran zu gewöhnen? Nee. Das ging nicht. Weil ich habe ja eigentlich auch, wenn ich jetzt meinen Hund nicht dabei habe, ne, fühle ich mich auch, geht's auch ein bisschen eher, als ich habe wahrscheinlich mehr Angst um meinen Hund als um mich oder so, ne? Ach so. Mhm. Weil das wollte ich ja gerade sagen, die sind noch nicht einmal eingezogen, da kam schon einer, so ein Leon Berger, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich glaube, ich weiß. So ein Riesenvieh. Ja, genau. Mhm, ja. Und hat ihn gleich mal gepackt, ne? Ach so. Und, ja, das ist natürlich schlimm. Das war natürlich dann der Auslöser auch, ne? Du bist, das schließe ich daraus, was du erzählst, du bist nicht berufstätig? Momentan nicht, ne. Wie lange schon nicht mehr? Seit 12 Jahren mit Abständen, also mit Unterbrechungen. Mhm. Würdest du sagen, dass diese Ängste, also Hunde und Dunkelheit, gibt's eigentlich noch was Gravierendes außer Hunde und Dunkelheit? Ich habe gesagt, jetzt, es kommt einiges dazu immer. Jetzt habe ich vom Autofahren schon so langsam Angst, vor allen Dingen auch in der Dunkelheit. Mhm. Das ist natürlich sehr schlimm, weil das Autofahren dir so einen gewissen Freiraum gibt, ne? Nämlich euren Ort zu verlassen, woanders hinzufahren. Na gut, ins nächste Kaff kann ich schon noch fahren, aber weiter weg ist es. Ja. Problematisch. Mhm. Hast du den Eindruck, dass diese Dinge dein Leben sehr, sehr belasten und dich sehr einschränken? Auf jeden Fall. Ja, finde ich auch. Ich denke auch, dass ich schon ganz schön depressiv bin. Ja, und ich habe auch den Eindruck, so wie du es jetzt erzählst, dass da höchste Gefahr angesagt ist, dass es sich verschlimmert. Und ja. dass die wirklich die Gefahr besteht, dass du dich immer weiter zurückziehst in dein Schneckenhaus. Nein, ich versuche die ganze Zeit schon umzuziehen, irgendwo hin, wo es dann vielleicht doch nicht ganz so krass ist, ne? Mhm. Größere Ortschaft, wo halt die Hunde nicht einfach so rumlaufen können, ne? Das ist eigentlich das Hauptproblem. Wäre das eine Möglichkeit? Macht dein Mann das auch mit? Und, habt ja, ihr schon. Das schon. Mhm. Aber finde ich natürlich auch, ist natürlich eine Überlegung wert. Wenn du eh da nicht großartig an dem Ort hängst und du in eine mittlere Ortschaft gehen könntest, wo die Hunde eben nicht so frei rumlaufen oder in eine kleine Stadt, ist das sicher schon eine Hilfe. Mhm. Aber ich finde, dass du parallel musst du zum Arzt, zum Psychologen, zum Psychiater. Finde ich ganz wichtig, Gabi. Du bist erst 51, sage ich jetzt mal so. Mhm. Du willst ja noch tolle Sachen erleben und ein freies Leben führen. Aber ich lebe schon ganz lang damit, ne? Ja, aber das ist ja das Schlimme. Das ist in ja das der Schlimme. Ortschaft, in der ich vorher gelebt habe, da bin ich zum Beispiel, da habe ich Zigaretten gebraucht. Da habe ich mich auch nicht zu Fuß getraut. Mhm. Und da habe ich Taxi angerufen und habe mir Zigaretten gebraucht. Wahnsinn. Und du hast, ich habe es nicht gefragt, ich habe das mal vorausgesetzt. Du warst noch nie in Behandlung deshalb. Nein. Musst du machen. Es gibt so mittlerweile so grandiose Strategien, gerade bei Angsterkrankungen, was man machen kann mit dem Patienten, dass sie das schaffen. Mach es. Du machst es wirklich für deine Lebensqualität. Ja, aber da habe ich mich schon informiert im TV, Fernsehzeug auch. Da gibt es ja diese Konfrontationstherapie. Unter anderem. Das würde ich aber nicht aushalten. Das musst du ja auch nicht mal. Es gibt ja auch andere Therapieformen. Die Konfrontationstherapie ist sicher nicht für jedermanns Sache. Aber es gibt ja auch ganz. Und vor allen Dingen, durch dem, dass ich ja tierlieb bin, würde ich mir dann auch sagen, der Hund, den sie mir da vorführen, der tut mir nichts, den würde ich wahrscheinlich streicheln ohne Herz. Ja, ja, aber die Gedanken solltest du dir erstmal gar nicht machen. Du musst zu einem Fachmann hingehen und der muss dir sagen, diese und diese Therapieformen gibt es. Und das muss er dir erklären. Und dann solltet ihr gemeinsam beraten, was für dich das Richtige ist. Aber du solltest was unternehmen. Wie gesagt, es geht um deine Lebensqualität, damit du wieder frei raus... Halt, damals, wo ich angefallen worden bin, da war ich vielleicht 3 oder 4, ne? Mhm. Und das war ja die Zeit, wenn du jetzt mein Alter anschaust, da hat sich keiner drum gekümmert, nein, ne? Das wird schon wieder werden, ne? Ja, klar. Mhm. Damals war ja Psychologe gleich verrückt, oder was? Ja, genau, ganz genau. Ging ja gar nicht, dass mein Kind dahin geschickt hat. Ja. Ich finde, das hätte damals gemacht werden sollen, ne? Finde ich auch, aber ich finde nicht, dass es zu spät ist. Ich sehe nur, dass das sehr tief eingebrannt ist, dieses ganze Problem bei dir. Ja, schon. Und dass du das alleine nicht auf die Reihe kriegst. Wenn du es 40 Jahre nicht auf die Reihe gekriegt hast, kriegst du es jetzt auch nicht auf die Reihe.
Aber du bist ja eine selbstbewusste Frau und eine entschlossene Frau, auch so klingt mir das zumindest. Du könntest ja auch sagen, also wenn ich jetzt schon umziehe, das ist ja nur auch immer Umstand, ein Umzug, ja, ja. Haus verkaufen oder was weiß ich, so, dann kann ich auch organisieren und einfädeln, dass ich mal in eine ordentliche Behandlung komme. Was hast du denn zu verlieren? Gar nichts. Es kann bestenfalls scheitern und es wird nicht besser, aber es wird durch eine Behandlung nicht schlechter. Ja, wo kriegen Scheidenpsychologen her? Ich meine, da gibt es ja auch viele Scharlatane, habe ich mir schon sagen lassen. Ja. Ja, da beraten wir dich jetzt mal gerne, wie du das am besten einfädelst da auch. Du lebst ja offensichtlich in einer ländlichen Gegend. Ja. Gibt es denn eine größere Stadt in der Gegend? Bamberg. Ja, okay. Da werden wir dich jetzt mal ein bisschen beraten und soweit wir das können, dir etwas Hilfe leisten. Und da musst du selbst aber die Sachen in die Hand nehmen. Hm. Ne? Du legst auf, Heide ruft dich an, meine Psychologin. Gut. Ja, und alles Gute. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Janine. Stimmt das? Janine. Ja, hallo. Ja, Janine, 20 Jahre alt. Hallo. Genau. Und zwar wollte ich mit dir darüber reden. Das passt so ein bisschen zu der davorvorigen. Ja. Und zwar kann ich mich überhaupt nicht selbst befriedigen. Du kannst es überhaupt nicht. Konnte die Ines ja lange Zeit auch nicht. Ja gut, aber ich habe jetzt schon, also ich bin jetzt 20, weißt du ja, und also ich habe jetzt schon seit 4 Jahren oder was sexuelle Erfahrungen. Mhm. Also von daher. Also mit sexueller Erfahrung mit Männern? Ja, genau. Du hast mit Männern geschlafen? Mhm. Und hast du während du mit den Männern geschlafen hast, du da einen Orgasmus erlebt? Ja. Das schon? Mhm. Ist ja schon mal was. Ja, ist ja schon mal, ja, was meinst du, wie viele junge oder auch gar nicht mal so junge Frauen mir erzählt haben, dass sie noch keinen Orgasmus erlebt haben? Nee, also das ist schon. Ja. So, und ich meine, das liegt doch nahe, das ist doch, gut, wir Männer können uns ja nie so in euch hineinversetzen, in euch Frauen, aber liegt das nicht nahe, dass man, dass Frau sich dann überlegt, Mensch, das ist ein tolles Gefühl, das würde ich mir auch gerne mal selbst zufügen. Ja, also ich habe es ja schon probiert, so ist es ja nicht. Ja, ja, und da muss man doch eigentlich dann, oder muss Frau doch eigentlich so lange ausprobieren, bis man den Dreh raus hat, dass es dann funktioniert. Wie oft hast du es denn probiert? 3-4 Mal. Viel zu wenig. Also ich dachte mir, ich brauche das auch nicht so. Es ist jetzt nur in letzter Zeit ein bisschen zum Thema geworden, weil ja. Also ich habe jetzt 4 Jahre auch einen Freund und der hat jetzt vor einem Jahr oder was mal halt angefangen, von wegen, ja, wie wär's dann mal, wenn du das vor mir machst und so. Und ich meine, ich habe ihm gesagt, dass es nicht geht und er versteht es halt überhaupt nicht. Also, du musst es ja nicht gleich vor ihm machen. Das ist ja schon eine heikle Situation und selbst unter Pärchen ist das unter Umständen peinlich, wenn man das macht. Mhm. Da muss man schon sehr offen, sehr frei sein. Du sollst das erstmal für dich alleine ausprobieren und an dir rum experimentieren. Mhm. Irgendwann wird es funktionieren, bin ich ganz sicher. Ich meine, du hast ja nun mal schon mal einmal das oder mehrfach das Hauptgefühl, den Orgasmus erlebt. Dann funktioniert es auch irgendwann, wenn du es alleine mit dir machst. Ihr seid auch sehr geheimnisvolle Wesen, ihr Frauen. Bei uns Jungs geht das alles viel einfacher. Ja, genau das denke ich mir auch. Also bei euch ist es da ein bisschen bestimmte Handarbeit, ja. Bei uns ist das ja schon ein bisschen mehr, ne? Ihr seid halt anspruchsvoll, ne? Anspruchsvolle, ja. Komplizierte Wesen. Wo das alles nicht so rapzapp geht. Hm. Aber ihr müsst halt ein bisschen dann halt auch tapferer dranbleiben und euch ausprobieren. Da hat jede Frau wahrscheinlich ihren eigenen Trick, wie sie es macht und irgendwann hast du es raus und was meinst du, wie viele Frauen mir schon erzählt haben, dass sie den absolut optimalsten Orgasmus mit sich alleine kriegen und nicht, wenn sie mit ihren Freunden schlafen. Ja. Also das ist das Einzige, was ich mache, wenn es mal passiert, wenn ich jetzt aufwache, weil ich einen Orgasmus habe, ja. Dann... Wie, wenn du aufwachst? Im Schlaf oder wie? Ja, genau. Mhm, ja. Wenn ich dadurch aufwache, dann mache ich schon so halt weiter, bis er fertig ist, sage ich mal. Ja. Aber ansonsten. Ja, ist doch schon mal ein Anfang. Jetzt musst du dich nur irgendwann mal in eine auch eben nicht aus dem Schlaf heraus, sondern im normalen Leben in eine erotische Stimmung hinein denken und dann legst du los. Und dann versuchst du das mit Hilfsmitteln oder wie auch immer und testest. Ich finde es gut. Ich finde immer gut, wenn Frauen das machen. Das müssen Frauen halt. Ach, was heißt Frauen? Das müssen wir alle machen. Also ich meine halt auch, ich brauche es nicht. Mein Freund sagt halt, ja, das geht doch gar nicht und wie hältst du das aus? Und wie dein Freund macht es, ne? Ja, natürlich. Findest du das okay, dass er es macht oder ist dir das auch... Ja, natürlich. Ach so.
Wenn ich ehrlich bin, die Regie hat mich ja auch gefragt, ob es für mich ein Problem ist. Ja. Und ich habe bis jetzt nie so darüber nachgedacht. Und jetzt, wo ich die Zeit gewartet habe, habe ich mir schon gedacht, also ein Problem ist es nicht. Aber ich fände es natürlich schon schöner, wenn es funktionieren würde, sag ja. ich mal. Ja, ach so, das, ja, ich verstehe. Ja, ja, finde ich auch, weil das ist halt eine Option mehr, die man hat. Ja. Irgendwann hast du vielleicht auch mal keinen Freund oder der Freund ist im Urlaub oder so und man hat mal Lust drauf. Ich habe dich das auch gerade gefragt, ob du das okay findest, wenn dein Freund das macht. Weil ich immer wieder Pärchen höre oder auch privat kennengelernt habe, was ich verrückt finde, die das als Fremdgehen auffassen, wenn der andere sich selbst befriedigt. Nee, also das überhaupt nicht. Das ist völlig also er hat es auch schon vor mir gemacht. Mhm. Ich fand es halt ein bisschen komisch, es hat mich nicht erregt oder so, aber ja. Er wollte es halt mal machen und ich fand es halt okay. Ich habe ihm dann den Wunsch erfüllt. Ja, aber dich hat das nicht großartig angemacht. Nee, also es war aber auch kein Problem in dem Sinne. Ja. Also, Janine, ich finde, dass du du musst weiter experimentieren und dann wird das auch schon was. Mhm. Nicht 3-4 Mal, was ist denn das? 3-4 Mal ist ja nix. Wenn ihr jetzt gesagt hättet, 40 Mal, das hat noch nicht geklappt, oder 50 Mal oder 100 Mal. Oh je, da habe ich aber noch ein bisschen zu arbeiten. Also leg mal los und es ist eine Frage der Selbsterkundung eigentlich auch, glaube ich, dass man rauskriegt, wie man sich seelisch in so eine Stimmung bringt und was man körperlich halt dann auch machen muss, welche Handtätigkeiten man vollziehen muss, um dass dann auch die Post abgeht. Ne? Mhm. Da wünsche ich dir sehr viel Spaß bei, wenn es auch am Anfang mühsam ist. Danke. Alles Liebe. Danke dir tschüss, auch. Tschüss, danke, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, Telefonnummer. Unser Thema am Donnerstag. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag heißt Rache und Vergeltung. Möchte gerne mit Rache-Tätern sprechen, also die schon Rache geübt haben. Und möchte gerne mit Rache-Opfern sprechen, die vielleicht unter Umständen schlimme Dinge erlebt haben, weil sie Opfer von einer Racheaktion waren. Und am Samstag ist mein prominenter Gast im WDR-Fernsehen um 11:30 abends Jürgen Drews. Christoph ist hier. Christoph ist 44. Hallo, Christoph. Ja, hallo, Domian. Hier ist Christoph. Ja. Du, ich bin ja von Natur aus zweigeschlechtlich und ich bin um 9 schwerbehindert. Moment, stopp. Du bist von Natur aus zweigeschlechtlich? Ja. Das heißt genau, das heißt konkret? Das heißt, das Geschlechtschromosom ist dreifach vorhanden. Ja, und wie wirkt sich das auf den Körper aus? Es ist so, dass man beide Organe hat. Du hast beide also Organe? Es wird nachher durch eine Körperstoffe abgestoßen und das artet dann den Krebs aus. Moment, hast du zurzeit in deinem Alter von 44 Jahren noch beide Geschlechtsorgane? Nein. 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 Aber du bist so geboren? Ich bin so geboren. Du bist mit einer Scheide geboren und mit einem Penis? Ja, das man aber nicht erkennen konnte, aufgrund, weil mir nämlich das Becken fehlte. Ach bin so. Ja mehrfach schwerbehindert. Ah, verstehe. Mhm. Und das wurde erst zu spät entdeckt, da wir bei einer Skitterbrunnen fahren. Das Becken fehlte, das heißt, das Becken fehlt heute auch noch? Ja, ist ersetzt durch, durch Knochensubstanz auf der Schulter und so. Aber du hast de facto kein Geschlechtsorgan zurzeit. Genau, ich habe keins, weil ich das auch nicht mehr, weil ich damit nicht umgehen müsste. Ich wüsste nicht, was ich mit Sexualität anfangen soll. Ja. Ist das manchmal. Also du hast nur einen Harnausgang und einen Afterausgang. Richtig, genau. Ja. Und natürlich eine verkleinerte Form eines Dingsbums. Eines Dingsbums? Ja, wie heißt das? Das ist die blöde Hand, die mich manchmal quirligt. Eines Penises. Ach so. Eine kleine, verkleinerte Form. Ach so, die gibt es doch. Die ist, ja, die ist, hat man die nachträglich geformt? Oder war die nein, dann doch irgendwie? Nein, ist von Natur aus vorhanden. Ach so, weil du gerade sagst, da war gar kein Becken da. Da dachte ich, dass auch gar nichts da war. Ja, das ich hatte statt das ist schwierig zu erklären. Das ist, wenn man zweigeschlechtlich geboren wird und es fehlt das zweite Becken, es hat ja nicht vollständig gefehlt, aber ein Großteil. So. Und dann ist die ganze Anlage ja nach innen gekippt. Also ich ahne schon, dass es sehr kompliziert und sehr sehr richtig genau und das hat auch eine verdammt komplizierte Untersuchung damals gegeben. Ja. Und irgendwann habe ich geschworen, ich kann mit Sexualität nicht umgehen. Du hast auch keine Hoden. Nicht mehr. Nicht mehr. Das heißt, du hast keinerlei sexuelle Bedürfnisse. Richtig, genau. Überhaupt nicht. Du
wenn wir hier beispielsweise in dieser Sendung über Sexualität reden oder du durch das Fernsehen zappst und an jeder Ecke irgendwie Sex stattfindet, gähnst du ab, schnarchst du ab, findest du langweilig? Ja, ich finde das langweilig, ja wozu, aus geistigem Interesse, weil mich das interessiert, denn ich bin ja noch nicht vom Leben weit weg. Ja. Gab es denn mal Zeiten, wo trotz der schweren Behinderung und der ganzen Komplikationen eine Sexualität in dir stattgefunden? Ja. Gab es? Ja, leider. Bis wann? Ja, das ist bis zu meinem 26. Lebensjahr. Aha, und du sagst gerade leider. Warum leider? Weil ich dadurch erfahren musste, dass Sexualität für Frauen anscheinend, wenn so ein Mensch wie ich um die Ecke komme, mehr als Entdeckungssache geht und nicht ach so. Hat nichts mit Liebe mehr zu tun. Das ist einfach so, dann meinen die, du gehst mit denen, du glaubst an Liebe und die haben nichts Besseres vor, als mal mit jemandem zu probieren, der völlig anders aussieht. Ach so, weil die irgendwie das exotisch finden, mit einem schwerbehinderten Menschen da irgendwie mal Sex zu haben. Ja, genau. Hast du dich denn in dieser Zeit, funktionierte das körperlich, konntest du dich da selbst befriedigen? Ja. Das heißt, du kennst das Gefühl eines Orgasmus, kennst du schon? Ja, das kenne ich, das ist klar. Ah ja, das war also, die Anlagen waren körperlich dann doch schon da. Das ist auch alles, das läuft auch alles ab, es läuft auch nach der Entfernung, weil ich Krebs bekommen hatte, läuft das weiter ab, weil das Programm ist ja im Gehirn drin. Aber Sexualität entsteht ja im Gehirn, nicht alleine. Du bist ja nicht nur sexuell aktiv, weil du Hoden oder Gebärmutter hast, sondern natürlich. Weil dein Verstand das ist. So, jetzt sind die Hoden entnommen worden aufgrund einer Krebserkrankung, sagst du. Richtig. Du sagst, die Sexualität findet, du hast du recht, im Kopf statt, aber bei dir findet sie nicht mehr im Kopf statt zurzeit. Richtig. Wie kommt das wiederum? Ja, das ist ja das, was ich nicht so ganz verstehe. Auf der einen Seite hat mich das ja angeekelt, dass wenn Frauen dann nur aus Sensationslust mit mir ins Bett wollten und irgendwann hatte ich dann was vorbei. Das ganz heißt, einfach wie total abgeschaltet. Ja. Weil mir das zuwider war. Ja. Damals. Damals und ist mir heute sogar teilweise. Ja. Jetzt zuwider. Du bist mit 26 sind die Hoden entfernt worden, ungefähr, sagst du? Ja, mit 26 ist einmal die Brust und die Hoden entfernt worden, weil ich beides voller Krebs hatte. Ah ja. Wie lange hat es denn dann gedauert, bis wirklich alles erloschen war an sexueller Lust und an sexuellem Interesse? Nach diesem. Ich würde sagen so 89. Da war es völlig weg. Wie viele Jahre waren da vergangen? Da waren 3 Jahre vergangen. 3 Jahre waren da vergangen. Vermisst du das? Eben nicht. Und das ist ja gerade das, was mir auf der einen Seite Gedanken macht. Warum macht es dir Gedanken? Ja, wie soll man das erklären? Ein Mensch, der ohne Sexualität ist, ist auf der anderen Seite auch nicht normal. Auf der anderen Seite frage ich mich, ob es nicht auch Menschen, die genauso veranlagt sind wie ich, denen das gleich gilt. Also ich würde da sehr vorsichtig sein mit der Normalität. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die keine Sexualität haben, entweder aus körperlichen Gründen, aus Krankheitsgründen oder eben auch aus einer religiösen Überzeugung heraus. Und ich finde das auch durchaus normal. Ich würde da jetzt nicht so schnell urteilen und sagen, das ist normal, das ist unnormal, das ist krank. Entscheidend finde ich in deinem Fall, wie du dich damit fühlst, wenn du sagst, ich brauche das nicht mehr. Eigentlich bin ich froh, wenn ich dieses ganze Theater nicht mehr im Kopf habe. Ist es doch gut, sei doch froh. Aber auf der anderen Seite, wenn ich dann mal unter Leute bin, fällt mir auf, dass ich das nicht habe, was die darüber reden. Und was soll ich darüber reden? Ja, natürlich, schon. Dann kommt man automatisch in eine Außenseiterposition und so geht es mir. Ja. Seit Jahrzehnten. Ja. Ist das oft so, dass du das Gefühl hast, ich bin jetzt in einer Außenseiterposition, weil ich mit Sex nichts mehr im Hut habe und über Sex gar keinen Bock habe, mehr zu reden? Ja. Ja, das ist natürlich dann unangenehm, das verstehe ich schon. Aber das ist dann wiederum, das wird von außen an dich herangetragen. Wenn deine, sagen wir mal, wenn deine Freunde mit dem Thema gar nicht anfangen würden, wäre es für dich okay. Ja, deswegen habe ich auch keine Freunde mehr. Weil ich einfach, ich habe mir die einzigste Begabung, die ich noch habe, ist Wissenschaft und sonstiges, wo ich mich da sehr hoch interessiere, aber leider geht das ja auch irgendwann zugrunde. Warum? Weil ich eine Hirnkrankheit habe. Ach so. Die Huntington.
Ach so, das heißt, du bist wirklich ein sehr schwer kranker Mann dein ganzes Leben lang gewesen. Ja, genau. Ja. Wie lebst du? Du lebst ganz alleine? Ich lebe alleine, ja. Leben deine Eltern noch? Nein, ich habe meine Mutter bis zu ihrem Lebensende gepflegt und mein Vater auch. Mhm. Und ich wusste, dass meine Erkrankung dadurch schlimmer wird, wenn ich meine Mutter pflege und wenn ich meinen Vater pflege. Mhm. Du bist ja, ich hab's getan. Ich würde gerne was machen, Christoph. Ich möchte dir gerne was fragen. Du bist nur wirklich ein sehr schwer kranker Mann, hast sehr viel mitgemacht. Das hast du jetzt in den paar Sätzen, habe ich das schon verstanden. Ja. Hast du unsere Sendung von Anfang an gehört? Ja. Da war doch vorhin die Nadja dran. Die, die Nadja war das Mädel, die keinen Herzschrittmacher haben möchte. Richtig. Weil sie keine Lust mehr im Leben hat. Du hast sehr viel mitgemacht und hast auch ein verdammt hartes Leben schon hinter dir und bist 44 Jahre alt. Was würdest du der Nadja sagen? Ich würde Nadja sagen, liebe Nadja, das Leben ist wirklich sehr schön, wenn du dich, du kannst dich bewegen, du kannst daran teilnehmen, egal was kommt. Mag es noch so schlimm sein, aber das Leben ist wertvoll. Ja, es gibt kein lebensunwertes Leben, sondern nur lebensunwerte Zustände. Ja, ja, sehr gut gesagt. Was würdest du für dich sagen, Christoph? Was ist für dich, trotz all deiner Belastungen, die du hinter dir hast und immer noch hast, woran freust du dich? Was ist schön für dich am Leben? Am Leben ist manchmal, wenn ich, da ich ja auch viel Schmerzmedikamente, es gibt mal Zeiten, wo ich dann mich an meinen Hunden erfreute. Ach so, du hast Hunde? Mhm. Das ist immer sehr drei schön. Drei Stück und eine Katze. Ah ja. Wie geht das? Die müssen noch rausgeführt werden. Du sitzt im Rollstuhl. Geht das dann, dass du dann... Nein, ich sitze nicht im Rollstuhl. Ich kann kürzeste Strecken... ich lasse meine Hunde viel Freiheiten. Ja, wie bewegst du dich? Hast du Prothesen oder wie? Endoprothesen habe ich mehrere davon, aber ich kann mich nicht so bewegen. Ach so, du lässt ihn einfach frei laufen, die Hunde. Richtig, genau. Und du, ja, was heißt das? Sitzt du den ganzen Tag, musst du den ganzen Tag in der Wohnung sitzen, auf einem Stuhl oder im Bett oder wie? Ja, so ähnlich. Ich sitze mehrere Stunden am Tag am Stuhl mal. Bewege ich mich dann auch eine Runde und dann muss ich mich wieder hinlegen. Ich muss nach 2-3 Stunden ist die Kraft vorbei, dann muss ich mich hinlegen. Verstehe. Eine Stunde. Verstehe. Das macht uns jetzt noch mehr deutlich, was für ein Schicksal du hast. Ja. Aber da sind natürlich Tiere sehr tröstlich, ne? Ja. Da hat man eine große Freude dran. Ja, die sehen nicht in mir diesen kranken Menschen, die sehen in mir den Freund. Ihren Rudelchef. Ja, genau. Den man irgendwie auf irgendeine Art und Weise immer aufheitern kann. Ja, ja. Jetzt muss ich trotzdem mal fragen, ging das denn nicht, dass man für dich so einen richtig schönen großen Rollstuhl baut, der vielleicht auch elektrisch ist? Wenn ich mich in den Rollstuhl setze, in dem Moment habe ich keine Kraft, wieder rauszukommen, weil die Polyarthritis ist eine Stoffwechselerkrankung der Gelenke. Ja. Und die Gelenke, die alle bei mir extrem beschädigt sind. Wenn ich aufhöre, ich versuche aufzustehen und mich zu bewegen, ist es vorbei. Ich verstehe. So, jetzt haben wir einen Eindruck von deinem Leben. Aber wirklich einen ganz kleinen Eindruck nur. Mhm. Und wie sehr es mich beeindruckt, wenn du auch gerade der Nadja zugesprochen hast, du kannst dich bewegen und das Leben hat immer noch schöne Seiten und es gibt immer noch was Gutes. Das beeindruckt mich sehr, was du jetzt gesagt hast. Ausgesprochen, muss ich dir sagen. Und mach dir keinen Kopf darüber, dass du keine Sexualität mehr hast. Wenn du es nicht vermisst, nur darauf kommt es an, ist es okay. Es ist wirklich völlig okay. Und genieße das, was du hast und erfreue dich an deinen Tieren und an deinen Hunden. Das Einzige, was mir ab und zu fehlt, sind die Menschen. Das glaube ich. Das glaube ich wirklich, Christoph. Jetzt tut es mir sehr leid, dass ich mich jetzt von dir aufhalte. Ja, ist in Ordnung. Du hörst die Musik. Ich möchte dich nicht lange aufhalten. Das wäre nicht richtig. Es hat mich sehr gefreut, dich kennengelernt zu haben. Ja. Und wünsche dir von ganzem Herzen alles Liebe und wirklich alles Gute, Christoph. Ja, gut. Auf Wiederhören. Tschüss. Und lass dir immer gut gehen. Dankeschön. Danke. Tschüss. In der Technik war Malte E-Mails. Morgen sind wir auch wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen. Bis dahin. Tschüss. Es ist 2 Uhr. Vom Westdeutschen Rundfunk hören Sie Nachrichten. Berlin. Die Bundesländer wollen bei den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst die Gehälter